Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die super Einführung. Bei diesem Zitat ansetzend, was ich schon wieder vergessen hatte, obwohl es erst 10 Tage her ist oder so, das kommt in der Tat aus einem Zusammenhang, der für uns, glaube ich, heute Abend interessant ist. Und zwar, wenn ich sage, ich würde gerne mal eine Diskussion über Prekarisierung von Menschen in unserer Gesellschaft führen, dann bezieht sich das eigentlich in diesem Interviewkontext darauf, dass wir ja, wenn wir über ökologischen Wandel öffentlich debattieren, immer sich jemand meldet und sagt, ja, aber was ist denn mit den Hartz-IV-Empfängern? Ach, was ist denn mit den armen Menschen in der Gesellschaft? Und das ist dieser Zeigefinger, der kommt immer von Leuten, die an keiner einzigen anderen Stelle ihrer politischen Tätigkeit oder Debatte oder sonst was auch nur entfernt sich für sozial benachteiligte und prekarisierte Menschen interessieren. So, und dann habe ich immer so einen kleinen Verdacht. Ja, dass immer dann, wenn es um notwendige Veränderungsprozesse in der Gesellschaft geht, Klammer auf, notwendige Veränderungsprozesse in der Gesellschaft bedeuten immer auch, dass Menschen Privilegien, die sie haben, abgeben müssen und andere Verteilungen, jetzt nicht unbedingt nur von materiellen Gütern, sondern auch von Teilhabemöglichkeiten oder was immer stattfinden, Klammer zu. Das will man aber nicht, wenn man auf der Seite der Bessergestellten steht. Das ist etwas, was man als Zumutung empfindet, wirkt dann als Modernisierungsverhinderer und muss das natürlich legitimieren. Und dann kommt genau die Nummer mit den Prekarisierten oder den Hartz-IV-Empfängern, die ja dann irgendwie die Heizungsrechnung nicht bezahlen können oder die teurere Butter oder sowas in der Art. Und das Interessante ist, dass diese Personengruppen niemals vorkommen an keiner anderen Stelle, wo es um Partizipation an Gütern in der Gesellschaft geht. Und sie kommen immer nur da. Und in diesem Zusammenhang ist dieses Zitat, weil in der Tat haben wir ja seit langer Zeit jenseits fachlicher Diskussionen und jenseits der beruflichen Befassung in der sozialen Arbeit und sonst was eigentlich kaum eine Diskussion über soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, die irgendeine Form von politischer Brisanz hätte. Das haben wir eigentlich nicht. Es gab Zeiten, da war das schon mal wesentlich intensiver. Aber im Grunde genommen kann man sagen, auch wenn man sich die entsprechenden Daten anguckt, dass wir ja schon davon sprechen können, dass wir eine stabilisierte soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft haben, sozusagen mit einer stabilen Benachteiligung von bestimmten Gruppen. Wobei ein Aspekt tatsächlich der ist, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, eine verringerte soziale Mobilität. Also wir wissen inzwischen, dass Menschen, die nicht nur arm sind, sondern dauerhaft arm sind und aus dieser Armut eher selten auch wieder herausfinden. Und das große Projekt des westdeutschen Sozialstaates oder sogar eines westeuropäischen Modells war ja genau so etwas zu verhindern oder unmöglich zu machen. Das ist ja die Idee. Und dazu möchte ich noch einen kleinen historischen Exkurs machen. Denn dieses Gesellschaftsmodell, was in der westlichen Nachkriegszeit entwickelt worden ist, hatte ja eine sehr klare politische Begründung, nämlich vor dem Hintergrund der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, also Nationalsozialismus auf der einen Seite, totalitäre Systeme, Sowjetsystem und sowas auf der anderen Seite, eine Form von Gesellschaft zu etablieren, die getragen ist von Systemzustimmung, also nicht von einer Polarisierung der gesellschaftlichen Gruppen in unterschiedliche, gegeneinander strebende, radikale oder extreme Orientierungen, sondern so etwas wie ein befriedetes Gesellschaftsmodell zu haben, wo die Leute sagen, ja, ist okay, ich finde Demokratie auch gut, und zwar deswegen, weil dieses System, diese Gesellschaft mir etwas gibt. Und das ist interessant, weil das heute häufig vergessen wird. Also Sozialstaat ist ja in dem Sinne nicht irgendwie eine karitative Einrichtung oder sonst was, sondern es hat tatsächlich einen historischen Hintergrund. Und man kann sogar auch weiter sagen, wenn man die historische Perspektive weiter aufspannt,
dann ist ja die soziale Frage die entscheidende politische Frage des 19. und des 20. Jahrhunderts insgesamt. Das ist ziemlich wichtig. In den vormodernen Gesellschaften, Frau Träger hat das ja auch angedeutet, hat man gewissermaßen politisch, falls man überhaupt davon sprechen kann, den Vorteil, dass die Verhältnisse fest gefügt scheinen, weil sie zum Beispiel Gott gegeben und als solche legitimiert sind und sowas wie eine soziale Mobilität. Ich bin heute Kind von einem leibeigenen Bauern, aber ich werde in die Stadt gehen und studieren, ist etwas, was in solchen Gesellschaften überhaupt nicht vorkommt. Ja, das ist sozusagen von den individuellen Aufstiegsmöglichkeiten etwas, was es sozusagen nur in ganz kleinen Segmenten gibt. Aber eigentlich tritt so etwas erst in modernen Gesellschaften auf den Plan, dass man soziale Mobilität auch in Anspruch nehmen kann, dass man vielleicht Schule und Bildung in Anspruch nehmen kann, dass man sich aus einer Situation in der Gesellschaft, aus der man kommt, hocharbeiten kann oder entwickeln kann in eine andere Gesellschaft. Aber da sozusagen das Phänomen der sozialen Ungleichheit die Geschichte dieses Typs von Gesellschaft seit Anfang an begleitet, ist der Konflikt um das Soziale konstitutiv. Seit der Industrialisierung, seit der Entstehung modernen kapitalistischen Wirtschaftens ist sozusagen der zentrale Konflikt der zwischen Kapital und Arbeit und wird auch als solcher ausgetragen über lange Zeit. Und dann kann man jetzt, das ist alles historisch natürlich total verkürzt, aber sehen, das ist eine lange Phase des Experimentierens mit der Bewältigung dieser sozialen Frage gibt. Und die totalitären Systeme gehören zum Beispiel dazu. Nationalsozialismus als totalitäres, menschenfeindliches System ist ein Bewältigungsversuch, in dessen Zentrum auch die soziale Frage steht. Sie lösen es durch Ausgrenzung, sie lösen es durch Statuierung von prinzipieller Unterschiedlichkeit oder versuchen es zu lösen mit tödlichem Ausgang. Und das kommunistische System selbstverständlich per se ein Bewältigungsversuch der sozialen Frage. Nun führen diese Fragen, diese Bewältigungsversuche in einen Massenmord und sind als solche sozusagen historisch desavouiert. Das hat nicht funktioniert, das Ganze, obwohl manche Menschen es immer noch sehr lieben. Aber das westliche Nachkriegsmodell, was dann vor diesem Hintergrund entstanden ist, was auch die Bewältigung der sozialen Frage im Zentrum hat, ist vergleichsweise ein sehr erfolgreiches Modell gewesen und hat über lange Strecken auch das Ziel der Systemzustimmung der allermeisten Bevölkerungsmitglieder realisiert. Warum? Weil soziale Ungleichheit in solchen Gesellschaften nicht abgeschafft worden ist, aber sozusagen subjektiv abgemildert worden dadurch ist, dass Wohlstandszuwächse, aber auch Zuwächse an persönlicher Autonomie, Freiheit, Bildungschancen und sowas kontinuierlich bis zum gewissen Zeitpunkt angewachsen sind. Ulrich Beck hat das den Fahrstuhleffekt genannt. Gesellschaftsmitglieder sind ungleich, sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Einkommen, haben unterschiedliche Bildung, aber sie befinden sich in aller ihrer Unterschiedlichkeit im selben Fahrstuhl und fahren alle gemeinsam nach oben. Das ist sozusagen auch die Geburtsstunde des Mythos der Segnung des Wirtschaftswachstums, weil über Wachstum dann diese Verteilung möglich ist, dass alle trotz Ungleichheit ihre Lebensverhältnisse verbessern können. Kleine Anmerkung dazu, was wirklich wichtig ist, was man heute wenig versteht, wenn immer auf Konsummöglichkeiten und sowas geguckt wird, die Bindungskraft eines solchen Gesellschaftsmodells, eines möglichen Aufstiegs, besteht eben auch in der Möglichkeit der eigenen Biografiegestaltung. Und nicht nur der eigenen, sondern auch die der Kinder und der Enkelkinder. Wir sehen das in China oder in anderen Gesellschaften, die jetzt diesen Weg gehen, das ist nicht, die Bindungskraft entsteht nicht dadurch, dass die auch einen Mercedes kaufen können, zumal Mercedes auch nicht mehr das ist, was mal war, sondern es besteht einfach darin, dass man aus einer statischen Lebenssituation plötzlich eine Aufstiegsdynamisierung bekommen kann, die eben nicht nur für einen selber gilt, sondern dass das Kind plötzlich die Möglichkeit hat, zu studieren, Medizinerin zu werden oder was auch immer. Das heißt, diese Form von Gesellschaft
Gibt etwas für die eigene Form der Biografisierung des eigenen Wohlgefühls oder so, ja? Und generiert auf diese Weise Systemzustimmung. Es wird was erfahren, was mir gut tut, also sage ich, das System finde ich okay, da mache ich mit. Und das hat eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem westlichen Typ von Gesellschaft ganz gut funktioniert. Wir können nachher darüber diskutieren, wann gewissermaßen die Umschlagspunkte gekommen sind. Aber wir können natürlich, und da sind diejenigen, die hinterher mitdiskutieren, viel besser informiert als ich in den Details. Wir können natürlich schon seit 2, 3 Jahrzehnten einen Paradigmenwechsel verzeichnen, was eben nicht in die Erhöhung sozialer Gleichheit zielt, sondern, wenn es hochkommt, in die Stabilisierung sozialer Ungleichheit. Das bildet sich ab in tatsächlichen Einkommensungleichheiten, und zwar in unterschiedlichen Dimensionen, nicht nur nach Ausbildung, sondern auch nach Geschlecht, nach Herkunft und so weiter, in den Studiermöglichkeiten, in den Aufstiegschancen und so weiter, haben wir heute eine Situation, die insbesondere im Bildungssystem eigentlich skandalös ungleich ist. Das ist nach wie vor und mehr als zu der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin und studiert habe, sozusagen eine soziale Vererbung in dem Sinne gibt, dass nahezu 80% der Kinder aus Akademikerfamilien ein Studium aufnehmen und aus Familien, wo es keine beruflichen Abschlüsse gibt, sind es irgendwie 12% oder sowas. Und wenn man die universitären Hierarchien durchmustert, ist es ja auch nochmal interessant, dass man noch einen relativ hohen Anteil von Studierenden aus Nicht-Akademiker-Verhältnissen verzeichnen kann, aber über die Qualifikationsstufen dünnt sich das immer weiter aus, so dass oben im Grunde genommen niemand mehr oder fast niemand mehr ankommt. Und das sind Dinge, die in den 1960er Jahren in dieser Gesellschaft nicht gewünscht worden wären, sondern ganz im Gegenteil, über die Öffnung des Bildungssystems und so war der Versuch, mindestens auf der Ebene der Bildungschancen ein Gegenkonzept zu entwickeln. Und in skandinavischen Ländern und andernorts funktioniert das auch ganz erfolgreich, hierzulande nicht. Das muss man einfach sagen. Und das ist ungut, da können wir nachher auch drüber reden. Es ist ungut für dieses Thema, was ich ja schon angesprochen habe, nämlich für das Systemvertrauen. Denn wenn ich an den gesellschaftlichen Möglichkeiten, und das bedeutet immer auch Partizipation über Aufstieg, nicht hoffnungsfroh partizipieren kann, warum soll ich dann Loyalitätsverhältnis zu dieser Gesellschaft entwickeln? Nur weil ich Transferleistungen bekomme, was ja dann gewissermaßen das alternative Konzept ist, diejenigen, die so über den Arbeitsmarkt und die Karriere nicht teilhaben können, dann zu alimentieren. Naja, ist keine Form von Anerkennung, zumal ich erinnere an die berühmte Geschichte von Gerhard Schröder und Hartz IV, fordern und fördern, ja, gebunden ist an ein Erziehungskonzept, was aus dem 19. Jahrhundert auch stammt und wo man Arbeit immer damit assoziiert hat, dass es eine pädagogisch-erzieherische Qualität hat, wo immer mitgedacht wird, dass diejenigen, die nicht arbeiten, Probleme mit sich selber haben und nicht eins, was aus der Gesellschaft kommt. So, da sind also viele Dinge geschehen, die meines Erachtens nach nicht gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewesen sind. Interessant übrigens heute auch gerne vergessen, ist das Paradigma, der Paradigmenwechsel kam ja tatsächlich seinerzeit durch Tony Blair und Gerhard Schröder zustande, also von der Sozialdemokratie beziehungsweise von Labour, die sich pfiffigerweise gesagt haben, Moment mal, wenn wir in einer prosperierenden Gesellschaft die ganze Zeit auf die Geknechteten und die Entrechteten setzen, dann ist das für die Wahlergebnisse nicht besonders gut. Und dann gab es die Option, einfach zu sagen, okay, wo werden Wahlen gewonnen? Den Spruch gibt's heute auch noch, in der Mitte. Also müssen wir New Labour, eine bestimmte neue Form von Sozialdemokratie entwickeln, die die Mitte adressiert. Und das war natürlich ein Wendepunkt hinsichtlich von grundlegenden politischen Integrations- und Partizipationsvorstellungen.
Das muss man schon sagen. Und die SPD hat ja Jahre gebraucht, um sich mit diesem Trauma irgendwie in vielen therapeutischen und Selbsterfahrungssitzungen mit vielen Opfern daraus zu befreien. Aber eigentlich lag da der Paradigmenwechsel, der bis heute aber auch nicht verlassen worden ist. Ja? Und insofern haben wir eine Situation, und die interessiert mich im Folgenden, wo wir sagen können, diese Form von Gesellschaft und diese Politik hat ihren Frieden mit einem eigentlich moralisch betrachtet oder von der Perspektive der Systemzustimmung her betrachtet zu hohem Niveau von Ungleichheit gemacht, und de facto macht da keiner was dran. Es ist kein zentrales Politikthema. Es ist mit dem Begriff des Mindestlohns, scheint es schon fast abgetan. Verteilungsfragen sind keine Fragen, mit denen man Wahlen gewinnen kann. Und Verteilungsfragen sind offenbar auch keine Fragen, die in künftigen Koalitionsverträgen, wie sie uns zum Nikolausfest beschert werden würden, noch irgendeine Rolle spielen. Ja, auf das, wozu wir später noch kommen, Strategien gegen soziale Ungleichheit, wie beispielsweise Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern und ähnliche Dinge, die eben sozusagen manchen etwas wegnehmen, um es anderen zu geben, werden auch in den nächsten 4 Jahren keine Rolle spielen. Warum nicht? Weil es als okay erscheint für die Mehrheitsbevölkerung und die Politik, die sie repräsentiert, dass man daran jetzt nichts mehr macht. Und man macht auch deswegen nichts, weil es ja kein Unruhepotenzial von dieser Seite her gibt. Denn alles das, was in der historischen Perspektive soziale Ungerechtigkeit bekämpft hat, waren in der Tat soziale Konflikte. Also Entstehung einer Arbeiterbewegung, Entstehung von Instrumenten, mit denen man Macht ausüben kann, wie Streik und solche Dinge. Und da wir ja aber in dieser Gesellschaft auf der sozialen Ebene kaum Konfliktpotenzial haben, besteht offenbar auch keine Notwendigkeit, da irgendwie groß was dran zu drehen. Und das ist eine ungute Situation in mehrerlei Hinsicht, weil diese Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, die Integrationsleistung, die für Demokratie zwingend erforderlich ist, nicht erbringt, nicht im ausreichenden Maße. Und selbst wenn das nur der singuläre Aspekt wäre, dass sie eigentlich keine wirklich starke Emphase, keine Option auf Sozialpolitik macht, wäre das schon schlimm genug. Aber wir haben ja noch andere Faktoren, die diese Frage der Integrativität und der Systemzustimmung zunehmend in Frage stellen. Das eine ist das Phänomen, was Sie alle kennen, was uns diese wunderbaren sogenannten sozialen Netzwerke und anderen Formen der Kommunikation gebracht haben. Da können wir nachher in der Diskussion drauf eingehen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber das sind natürlich Dinge, die so etwas wie das Bild einer Gesellschaft, die sich aus Menschen zusammensetzt, die Teil von etwas sind, wovon die anderen auch ein Teil sind, wird natürlich durch diese Form der Kommunikation systematisch zerstört, durch Teilöffentlichkeiten, durch die Verwischung zwischen Fakten und alternativen Fakten und alles das, was sie kennen. Das ist der eine Aspekt, der dazukommt. Und der andere Aspekt, und den, da können wir auch drüber diskutieren, weil das sich gerade in der Gegenwart so stark aufdrängt, ist so auch das Gefühl, was viele Menschen haben, dass das, was Staat leistet, nicht als verlässlich, nicht als zureichend, nicht als krisenkompetent und sowas empfunden wird. Also ich lebe in Berlin, und wenn man in Berlin lebt, spricht man eigentlich nur mit Leuten, die über Berlin abkotzen. Und zwar nicht deswegen, weil das so schön und tolle Bars und sonst was hat, sondern deswegen, weil diese Stadt nicht mehr funktioniert. Auf einer Ebene, schlicht und ergreifend, die für eine funktionierende Gesellschaft dazugehört, nämlich Administrationen, Verwaltungen, die funktionieren, Bürgerämter, die funktionieren, sogar Wahlen soll man in Deutschland schon seit Jahrzehnten durchgeführt haben, die funktioniert haben. Selbst das funktioniert in Berlin nicht mehr. Und das ist nicht lustig. Da haben sich unheimlich viele Leute drüber aufgeregt, weil es natürlich auch ein symbolischer Ausdruck ist.
Ja, wenn man sich erlaubt, in der Hauptstadt der viertgrößten Industrienation der Welt eine Wahl durchzuführen, die von der OECD nicht akzeptiert würde, und das ist grotesk, ich meine, es ist völlig grotesk, was dort passiert ist, dann ist es Ausdruck dessen, dass dort vieles nicht mehr funktioniert. Und die Kehrseite dessen ist, dass die Leute sich nicht mehr vertreten fühlen oder nicht mehr heimisch fühlen, in dem Sinne, dieser Staat tut etwas für mich, deshalb verhalte ich mich loyal dem Staat gegenüber. Das ist ein Erosionsprozess. Das heißt, wir haben drei Faktoren spontan, es kommt noch ein vierter dazu. Drei Faktoren, das eine ist sozusagen stabilisierte soziale Ungleichheit. Auch hier kann man noch ergänzen, in der Pandemie sozusagen offensichtlich vertieft, insbesondere was die jungen Leute aus schlechteren sozialen Verhältnissen, gar aus prekarisierten Verhältnissen angeht, Hauptleidtragende des Managements der Pandemie mit Homeschooling und all diesen Geschichten. Und zwar auch nicht nur auf der Ebene dessen, was man dann so lernt. Da war ja die Bildungspolitik sofort zugange, oh Gott, wir müssen jetzt kompensatorische Programme machen, die haben ja jetzt zu wenig gelernt oder so, was ja vollkommen gaga ist, sondern die Verluste liegen ja auch noch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich an der tatsächlich der sozialen Beteiligung. Schule ist ja für viele Kinder aus prekären Verhältnissen auch ein Raum für eigene Entfaltung, was sie zu Hause nicht machen können, ausgesetzt sein von Gewalt oder so simple Dinge, das taucht natürlich in der Empirie nicht recht auf, aber dass, wenn man zu Hause sitzt und über den Bildschirm irgendwie Unterricht macht oder sowas, sehen alle anderen Kinder, wie man lebt. Und eine Schule ist ja ein Raum, der ist ja in gewisser Weise exklusiv. Ich kann ja als junger Mensch einen anderen Auftritt in der Schule haben, als ich ihn an meinem Wohnort oder sonst was habe. Da ist ja eine Freiheitschance drin, da ist eine Entfaltungschance drin. Und wenn das weggenommen wird, dadurch, dass die alle zu Hause sitzen und gleichzeitig noch eine Transparenz hergestellt wird, dass die Verhältnisse, in denen man lebt, vielleicht gar nicht denen entsprechen, was man immer erzählt hat, ist das psychologisch unheimlich schwer. Also Vertiefung sozialer Ungleichheit, die anderen Faktoren kamen natürlich dazu, schlechte Geräteausstattung, vielleicht nicht so kompetente Eltern, die einem helfen konnten, Ablenkung, bla bla bla, alles dieses Zeugs. Und ich könnte mich jetzt aufregen, das tue ich aber nicht. Spektakulärerweise befinden wir uns jetzt heute in der Situation und täglich grüßt das Murmeltier, weil sich an den Schulen in dieser Hinsicht überhaupt nichts getan hat und weil man sozusagen irgendwie gedacht hat, eine Pandemie ist vorbei, wenn man beschließt, dass sie vorbei ist und da muss man keine Vorbereitungen mehr treffen, obwohl man gelernt hatte, was da an Dingen passieren kann. So, und damit mache ich den Bogen zu dem, was ich gesagt habe, dass das Vertrauen in die Staatlichkeit sinkt, weil das ist ja auch etwas, was Menschen, Eltern, Alleinerziehende auch als etwas empfinden, wo ihnen die staatliche Leistung nicht genug Unterstützung entgegenbringt oder gar sie alleine lässt mit solchen Faktoren. Also da ist sozusagen etwas, was die Systemzustimmung auch reduziert. Und ich würde sogar persönlich sagen, ich bin ja ein glühender Verfechter der parlamentarischen Demokratie und dieser Gesellschaft, weil sie für mich persönlich auch viel getan hat. Aber in meinen sozialen Umfeldern ist sozusagen dieses Corona-Management und jetzt kommt ja auch demnächst wieder die Ministerpräsidenten-Soap auf uns zu in der zweiten Staffel, ja, mit jeder Woche diese Treffen und sowas. Und sozusagen ein totaler Mangel an dem, was man einen angemessenen Realismus gegenüber der Situation bezeichnen könnte, das empfinden Menschen schon sehr stark. Und wir können es ablesen, tatsächlich, das finde ich faszinierend, dass wir die ganze Krisenzeit hindurch immer einen hohen, und zwar mehrheitlichen Bevölkerungsanteil haben, der auf mehr Regulierung, mehr Vorsicht und so weiter striktere Regimes gesetzt hat, während die Politik sich eher der Verantwortung entzogen hat und eher versucht hat, Konflikte zu vermeiden und weichere Lösungen präferiert hat. So, und alles dieses ist nicht gut. Alles dieses ist nicht gut für die Frage der
und das ist Grundvoraussetzung von Demokratie, der gemeinsamen Teilhabe an Gesellschaft und gemeinsame Verantwortung für Gesellschaft und gemeinsame Gestaltung für Gesellschaft. Wir haben dann das ungünstige Bild, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen sich verabschieden von diesem Staat. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass es ausschließlich die sozial Benachteiligten sind, sondern die sozial Hyperbevorteilten verabschieden sich ja auch daraus. Also wenn Sie gelesen haben, diese Nummer des Springer-Chefs, der dann diese Gesellschaft als totalitäres DDR-Regime denunziert, dann ist es für mich einfach eine Verabschiedung aus sozusagen einem Konsens, dass man hier gemeinsam dafür verantwortlich ist, wie es mit so einer Gesellschaft weitergeht. Und aus privaten Gesprächen kenne ich das auch, wo Leute sagen, ja, scheiß doch drauf. Ich kaufe mir meine Sachen und der Rest interessiert mich nicht. Ja, und da ist ein gesellschaftliches Klima entstanden, was in vielerlei Hinsicht ungut ist. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden, für mich entscheidenden Punkt. Insbesondere dafür, wenn die anstehenden Probleme in irgendeiner Weise als lösbar erscheinen sollten. Und jetzt kommt der für mich wichtige Punkt, über den ich nachdenke, aber wofür ich auch noch keine richtige Antwort habe. Wir haben vorhin in einem kleineren Kreis auch darüber diskutiert. Die große Frage des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr allein die soziale Frage, sondern es ist die ökologische Frage. Und es ist etwas, was das ganze politische Arrangement eigentlich verändern müsste, weil wir haben eine andere Situation auch des politischen Handelns. Wenn ich die soziale Frage im Zentrum habe, dann habe ich auf beiden Seiten des Konfliktes menschliche Akteure, also Kapital und Arbeit, Unternehmer und Arbeitende und so weiter. Ja, und die gehen in Konflikt und die handeln etwas aus. Oder ich habe Sozialpartner und Tarifpartner. Ja, alle Probleme, die diese zentrale Frage der vergangenen zwei Jahrhunderte bestimmt haben, werden ausgehandelt zwischen Menschen. Und in unserer Form von Politik hat es dann dazu geführt, dass man denkt, Politik ist nur, wenn man irgendwelchen Konsens herstellt und Kompromisse macht und so weiter. Aber das ist Resultat dessen, dass man immer verhandelt hat. Und jetzt haben wir aber durch die ökologische Frage eine Situation, wo der Verhandlungspartner nicht verhandelt. Das Klimasystem verhandelt nicht. Ja, die Biosphäre verhandelt nicht. Die Bienen verhandeln nicht. Und das ist was ganz Neues. Das ist etwas, was als politische Aufgabe überhaupt nicht in das tradierte System des Politischen in dieser Form von Gesellschaft passt. Und deshalb ist die Reaktionsbildung ja auch was? Verhandeln. Wenn Sie sich erinnern, dass die erste Phase der Pandemie, als sie mit Macht ausgebrochen ist, das erste Mal gewesen ist, dass man politische Maßnahmen ergriffen hat, die die Ökonomie an die zweite Stelle gestellt haben und nicht an die erste, dann war das eine Reaktionsbildung auf etwas, wovon man eine große Gefahr ausgehen sah und wo man gedacht hat, da müssen wir jetzt irgendwie eine Bremse reinhauen, das funktioniert so nicht. Mit der Konsequenz, dass zum ersten Mal tatsächlich die ökonomische Frage nach hinten gestellt wurde. Im weiteren Verlauf der Pandemie, das wissen Sie alle, kam die ökonomische Frage immer weiter nach vorne. Mit dem Umkehrschluss, dass man das Virus als etwas behandelt, mit dem man verhandeln kann. Man kann irgendwie mit dem verhandeln. Man kann so, sag mal, reagierst du eigentlich auf Inzidenzen oder doch eher auf Hospitalisierung oder auf 3G am Arbeitsplatz? Man macht Interessenausgleich um den Preis, dass man die Pandemie nicht los wird. Und die Parallele ist zu der Klimathematik und auch zu dem Artensterben, was ich persönlich für mindestens so dramatisch halte, weil beide Probleme sind Endlichkeitsprobleme. Die lassen sich nicht durch Verhandeln lösen. Man versucht zu verhandeln mit dem Klima. Ist ja total interessant, wenn Sie sich das angucken, und auch das werden Sie in dem nächsten Koalitionsvertrag lesen können. Man wird eine Strategie dort vorfinden, wo man sagt, pass auf Klima, ich karikiere es jetzt, wir haben vor, 2040 machen wir, keine Ahnung, ich vergesse immer diese Zahlen, ist doch scheißegal, 90% weniger Emissionen.
Und willst du dann so nett sein und aufhören, dich noch weiter zu erwärmen? Und dieser Mordos hat ja erstens was Magisches, ist ja wie so eine Beschwörung, das ist ja nicht sehr rational. Aber das Rationale daran ist, dass wenn ich solche Modelle mache, ich betrachte das, was wir haben, als ein Zukunftsproblem und verlagere die Lösung in eine Zukunft, brauche ich in der Gegenwart nichts zu machen. Das heißt, dasselbe, was wir in der Behandlung von sozialer Ungleichheit sehen oder an anderen Stellen, ist gewissermaßen immer das Modell, alles bleibt so, wie es ist. Und das, was als Problem irgendwie da ist, definieren wir als Zukunftsproblem und dann wird irgendjemand das schon lösen. Und zwar am allerbesten die Ingenieurinnen und so, da kommen dann super Lösungen, also Wasserstoff ist also wirklich, das ist, kein Mensch weiß, was das ist, aber es ist total klasse. Und das wird wirken und wir werden Milliarden von Arbeitsplätzen davon kriegen und das Klima wird es gut finden und so weiter. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt eine Behandlungsweise, einen Bewältigungsversuch dieser Thematik, der rein auf der symbolischen Ebene stattfindet und im Modus des bisherigen politischen Normalprogramms verbleibt, nämlich zu versuchen zu verhandeln mit dem Sachverhalt. Und meine These ist, dass dieses ein politisches Problem ganz anderer Art ist, wo wir viel mehr darüber reden müssen, dieses Thema wieder zu repolitisieren. Denn was bedeutet denn eigentlich der nicht mehr abwendbare Klimawandel, die stattfindende Erderhitzung? Was bedeutet das eigentlich für unser Zusammenleben? Und das ist das, worüber wir heute Nachmittag diskutiert haben. Wenn wir heute noch sagen würden, wir haben eine Reihe von gut funktionierenden Institutionen, die die größten sozialen Härten in irgendeiner Weise bearbeiten. Wir haben ein finanziertes Sozialsystem, zwar chronisch unterfinanziert, aber da wird noch was finanziert. Wir haben ein chronisch unterfinanziertes Schulsystem, aber es wird noch beschult und so weiter und so weiter. Also es gibt noch Ansprüche daran, im traditionellen Modus dieses Land irgendwie halbwegs gut zu machen und Fragen von zu großer Ungleichheit zu vermeiden und irgendwie zu moderieren. Was bedeutet das aber, wenn der Umweltstress immer weiter zunimmt? Was bedeutet denn das für die Haushalte? Was bedeutet das für die Handlungsmöglichkeiten? Denken Sie an das Ahrtal. Eine solche absurde Reaktionsweise, kein Mensch spricht heute mehr davon, außer den Leuten, die dort betroffen sind. Und die staatliche Reaktionsbildung bestand darin zu sagen, naja, das kostet jetzt mal so 30 bis 40 Milliarden, das geben wir euch mal. Als wäre es eine Perspektive für das dritte, vierte, fünfte Flutereignis dieser Art, dass man da sagt, hey Leute, wir geben euch wieder 30, 40 Milliarden oder sonst was. Das heißt, es wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was dort passiert ist. Und es wird dann übrigens auch nicht, finde ich spektakulär, es war nicht mal ein Thema im Wahlkampf. Das muss man sich mal reinziehen. Meine lieben Freunde von den Grünen, muss ich auch irgendwann noch mal fragen, wieso sie das eigentlich nicht thematisiert haben. Da gab es dann das Argument, ja, man kann ja eine Katastrophe nicht instrumentalisieren. Na, was denn sonst, wenn es um was geht? Ja? Aber verstehen Sie, was ich meine? Nicht mal ein Ereignis wie dieses führt in irgendeiner Weise zu einer Kenntnisnahme dessen, mit welchem Problem wir es zu tun haben. Und dass es sich keineswegs um ein Zukunftsproblem handelt, sondern um ein Gegenwartsproblem. Und dieses Gegenwartsproblem, was die Kassen angeht, was die Infrastrukturen angeht, was das künftige Migrations- und Flüchtlingsgeschehen angeht, was die Frage der Robustheit von Infrastrukturen, von Versorgung, von Stadtwerken angeht und sowas, ein total brisantes Thema ist. Das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte massiv prägen. Und es wird zu Verteilungsproblemen führen. Können wir uns denn ein Sozialsystem noch leisten? Wir müssen doch hier irgendwie die großen Unwetterschäden beseitigen. Oder dort ist der Wald abgebrannt und so weiter und so weiter. Das ist eine Realität. Das heißt, die Handlungsspielräume für eine Regierung und für Landesregierung und für Kommunen werden durch diesen wachsenden Stress immer geringer werden. Und die Gestaltungsspielräume, über die wir uns hier gerne unterhalten würden und aus normativer Hinsicht gerne mehr machen können würden, werden automatisch geringer werden. Das heißt, wir kommen vom Modus,
der proaktiven Gestaltung immer weiter in das Reaktive hinein. Und die Institutionen geraten unter Druck und so weiter. Und man wird sehen, da gibt es auch in nicht jedem Fall so eine tolle Lösung, wie mit den 30 Milliarden. Das heißt, wir haben jetzt eine Verquickung, so war auch die Formulierung von Frau Mensch, eine Verquickung von sozialen Fragen und ökologischen Fragen auf eine hochdramatische Art und Weise. Und ich würde sagen, dafür gibt es überhaupt kein Lösungsformat. Nun bin ich hier unter der Überschrift Strategien gegen soziale Ungleichheit sozusagen wirklich die Fehlbesetzung, weil mir fällt so viel nicht ein. Natürlich können wir jetzt darüber sprechen, welche Mittel können wir mobilisieren, um die Disparitäten in der sozialen Gefüge zu beheben. Wäre eine politische Auseinandersetzung. Die Themen sind schon genannt worden. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Es gibt vielleicht noch andere Sachen, Finanztransaktionssteuer und vieles, was man mobilisieren könnte. Aber das löst das grundlegende Problem selbst dann nicht, wenn man es jetzt tatsächlich ernsthaft angehen würde, obwohl es ja nicht gemacht wird. Auch das, wie gesagt, werden wir ja in 2 Wochen sehen, dass diese Themen nicht da sind. So, und für mich ist es wirklich eine Frage, die ich ganz pathetisch so formulieren würde, wie will man eigentlich durch dieses 21. Jahrhundert kommen? Die Antwort kann nicht sein, naja, diejenigen, die in reichen Ländern wohnen und in den reichen Ländern dann noch vorteilhafterweise reich sind, die werden es ein bisschen länger durchhalten als diejenigen, die arm sind und besonders diejenigen, die in armen Ländern arm sind. Ja, da ist sozusagen nochmal eine ganz andere Manifestierung von sozialer Ungleichheit unter den Bedingungen der Klimaerwärmung und der anderen Themen, die da drin sind. So eine Lösung kann man finden und kann sagen, das ist okay. Und ich erlebe sogar auch Diskussionen, wo gesagt wird, ach na ja, also das hat es doch schon immer gegeben in der Erdgeschichte und das Klima hat sich ja mal erwärmt. Na ja, und es wäre ja gar nicht so schlimm, wenn die Menschen aussterben. Also so ein Quatsch wird einem da auch mittlerweile entgegengebracht. Aber was das auch abbildet, ist natürlich eine Nichtanerkennung der Situation, vor der wir jetzt stehen und der Absenz von politischen Konzepten tatsächlich damit umzugehen. Und das Einzige, was ich als Lösungsvorschlag anbieten könnte, wäre tatsächlich nochmal zurückzugehen, auch das ist ja in der Vorstellung schon genannt worden, ich bin ja der Typ mit den Fragen, einfach nochmal die Überlegung anzustellen, was war eigentlich die Frage, auf die unsere Form von Gesellschaft eine Antwort sein sollte. Und wenn ich dann dahin komme, dass zumindest, wie unvollkommen das auch immer realisiert wurde, diese Antwort sein sollte, wir wollen eine Gesellschaft sein, die ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit und Integrationskraft leistet, im Unterschied zu vormodernen Gesellschaften oder im Unterschied zu faschistischen oder sonst was, das ist das, was wir machen wollen, dann wäre das, glaube ich, etwas, was heute in der Diskussion viel, viel wichtiger und auch vielleicht sogar handlungswirksamer wäre, als dieses ganze technisch orientierte Zeug zur Herabminderung von CO2 und mehr Solarpanels auf die Dächer oder sonst was, weil das geht nicht an den Kern des Problems. Ja? Also zurück gewissermaßen zu Imperativen der Gestaltung. Der größte Vorteil, den wir zivilisatorisch bekommen haben, ist, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, in der Menschen Handlungs- und Gestaltungsspielräume haben. Insofern ist das, was ich sage, auch nicht nur adressiert an Politik, sondern natürlich auch an diejenigen, die in so einer Gesellschaft leben. Und vielen von Ihnen wird vielleicht beim Zuhören dieses berühmte und zu Tode zitierte Böckenförde-Diktum durch den Kopf gegangen sein, um das es aber meines Erachtens nach in der Demokratie tatsächlich geht. Verfassungsrechtler, Rechtsphilosoph Wolfgang Böckenförde hat in den 1960er Jahren gesagt, der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Das ist ein total kluger Satz. Was bedeutet der? Dass sich so etwas wie Zustimmung zum System, Zustimmung zu den anderen, Wille, andere teilhaben zu lassen, integrativ zu sein, kann ich nicht per Gesetz verordnen. Ich kann dafür kein Gesetz schreiben.
Ja, die Voraussetzungen des freiheitlichen Staates bestehen darin, dass Menschen zustimmen. Und das tun sie nur dann, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind, von dem die anderen auch ein Teil sind. Und ich glaube, an dieser Frage müssen wir ansetzen, um überhaupt einen Horizont zu bekommen, wie man diese 21. Jahrhundert-Frage, die die soziale Frage mit beinhaltet, lösen kann. Und jetzt höre ich auf, weil die drängeln alle schon. Achso. Ich dachte, ich darf mich jetzt hinsetzen und kann zuhören. Nein. An. Ja, herzlichen Dank, Herr Welzer. Sie können leider nicht sich jetzt unten hinsetzen und zuhören. Wir wollen Sie ganz, ganz gerne hier auf dem Podium haben. Es war ein wunderbarer Vortrag mit einem schönen Anfang und einem schönen dazu passenden Ende. Es hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass wir jetzt wirklich nach einer kleinen Umbaupause hier sehr viel zu diskutieren haben werden. Und ich hoffe, Sie können noch. Ich kann nämlich aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir Herrn Welzer jetzt heute schon eine ganze Zeit hier haben und seit 16 Uhr ihn in die Mangel nehmen. Aber wir waren noch ganz nett, oder? Schweigen ist auch eine Antwort. Ja, wir wollen alle, die hier beim Podium mitdiskutieren, gleich auf die Bühne bitten. Ich weiß gar nicht, ob Herr Promny eingetroffen ist. Da steht er. Herr Promny, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie konnten ja leider heute Nachmittag nicht schon kommen, aber jetzt sind Sie da. Das freut mich sehr. Ansonsten haben wir noch seitens der Hochschule zwei Professorinnen, die hier schon auch nachmittags da war und die wir jetzt bitte auch alle aufs Podium bitten. Zudem haben wir noch eine Online-Zuschaltung. Das werden wir auch gleich alles zeigen. Sie möchten. So, jetzt sitzen wir hier alle auf dem Podium. Herzlich willkommen. Und wir starten, wie es sich gehört, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir haben hier eine Doppelmoderation und deswegen darf ich jetzt als erstes meinen Co-Moderator Professor Dr. Döring vorstellen von der Hochschule Darmstadt, die, wie Sie alle gehört haben, hier Mitveranstalterin ist und auch Ideengeberin. Herr Döring studierte Soziologie sowie Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität in Marburg und er hat seit 2011 die Professur für Politik und Institutionen mit dem Schwerpunkt Institutionenökonomik an der Hochschule Darmstadt inne und leitet dort das hochschuleigene Zentrum für Forschung und Entwicklung und ebenso wie das Servicezentrum für Forschung und Transfer. Und wir machen jetzt schon zum zweiten Mal zusammen das HDA-Dialogforum und ich freue mich sehr, dass wir werden schon ein richtig eingespieltes Team, Herr Döring. Wir werden das noch öfter machen. Das Mikro ist an, Sie müssen einfach einsprechen. Ja, vielen Dank, Frau Mensch, für die freundliche Vorstellung meiner Person. Da muss ich natürlich nachziehen und Sie entsprechend vorstellen. Frau Dr. Kirsten Bentsch, wie auch schon mehrfach genannt, ist studierte Philosophin, Rechts- und Politikwissenschaftlerin, tragende Säule der Schader-Stiftung, schon seit Jahren in ihrer Funktion als wissenschaftliche Referentin. Ihre Tätigkeits- und Themenschwerpunkte, mit denen sich hier beschäftigt, sind die Sicherheitspolitik, Menschenrechte, Nachhaltigkeit sowie Fragen der Wirtschaft. Und Achtung, jetzt kommt's, deswegen sitzt sie heute hier als Moderatorin, der Sozialpolitik. Dankeschön. Und es geht weiter mit der Vorstellung. Moritz Promny darf ich vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Er ist Politiker und Generalsekretär der FDP Hessen und bildungspolitischer Sprecher der Fraktion der FDP im Hessischen Landtag, was hier bestimmt auch noch eine Rolle spielen wird im Rahmen der Diskussion. Und zugleich, auch das wird eine Rolle spielen, Vorsitzender des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses im Hessischen Landtag. Schön, dass Sie da sind. Ebenfalls mit in der Runde ist Anne Lenz, Kollegin von mir, Professor.
Lenze, oh, Frau Lenze, Entschuldigung, Kollegin von mir von der Hochschule Darmstadt, zwar nicht aus demselben Fachbereich, aber zumindest von der Hochschule. Sie ist Professorin im Fachbereich Soziale Arbeit, hat die Arbeitsschwerpunkte Recht der sozialen Sicherung. Sie forscht zu Themen an der Schnittstelle Sozial-, Unterhaltungs- und Unterhalts- und Steuerrecht, zu Regelbedarfsermittlungen im Zusammenhang mit dem Sozialgesetzbuch 2 und 12, aber auch zu Fragen der Kinderarmut. Und sie ist als Politikberaterin mit unterwegs, so habe ich das zumindest interpretiert, Gutachten schon erstellt, unter anderem zu Themen wie die Einführung einer Kindergrundsicherung sowie zur sozialen und rechtlichen Lage von Alleinerziehenden. Herzlich willkommen heute Abend hier in der Runde. Frau Lenze. Ja, dann darf ich vorstellen, Dr. Frances Seeg, online mit dabei, wir sehen Sie alle am Bildschirm. Ist Kulturanthropologin und Antidiskriminierungstrainerin und aufgewachsen, was für uns in dieser Diskussion auch besonders spannend ist, als Kind einer alleinerziehenden, erwerbslosen Mutter. Es gibt da also Erfahrungen mit Armut, mit Klassismus in unserer Gesellschaft, die wir ja natürlich heute unweigerlich diskutieren werden. Vielen Dank, dass Sie online mit dabei sind. Ja, und als Letzte in der Runde, obwohl wir Sie schon kennengelernt haben, sie hat nämlich den Impuls heute geliefert im Vorfeld zum Vortrag von Harald Welser, ist Jutta Dräger, ebenfalls Professorin von der Hochschule Darmstadt, hier sogar aus meinem eigenen Fachbereich, dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Sie hat die Professur für Sozialforschung und Evaluation bei uns an der Hochschule inne. Und die Arbeitsschwerpunkte, mit denen sie sich beschäftigt, ist die Analyse und Bewertung sozialpolitischer Maßnahmen. Was könnte besser passen bei der Thematik, die wir heute Abend haben? Aber auch weitere Themen wie die Abschätzung sozialstaatlichen Handelns bezogen auf die Entstehung und auch den Ausgleich von sozialer Ungleichheit. Frau Dräger, ich darf Sie nochmal offiziell begrüßen hier oben auf dem Podium. Ja, bevor wir inhaltlich starten, gibt es noch jemanden, den ich gerne vorstelle, nämlich die Person, die für alle, die sehr vielen Online-Teilnehmenden entscheidend ist, nämlich unsere Chat-Betreuerin, Tatjana Soto-Bermudes. Sie hier im Saal sehen Sie am Stehtisch sitzen, ist unsere Chat-Betreuerin, eine Kollegin von mir, die hier in unserem Nachhaltigkeitsprojekt mitwirkt. Ja, dann geht es los. Zwei von uns haben ja jetzt schon reden dürfen, deswegen möchte ich erstmal an die anderen drei die erste Frage adressieren. Herr Promny, mit Ihnen würde ich gerne anfangen, aber die Frage richtet sich alle an alle drei. Ist soziale Ungleichheit nicht auch eine Art Normalzustand für eine Gesellschaft? Oder umgekehrt, wie viel Ungleichheit brauchen wir? Und wie viel Ungleichheit wiederum verträgt eine Gesellschaft? Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu können. Bitte auch um Entschuldigung, dass ich nicht schon vorher da sein konnte. Wir hatten noch den Hessischen Elisabeth-Preis, der heute verliehen wurde. Deswegen bin ich auch etwas später erst gekommen. Zu Ihrer Frage. Ich glaube, was ganz essentiell ist in einer freiheitlichen Gesellschaft, ist, dass es Unterschiede gibt. Weil das ist sozusagen die Essenz von Freiheit, dass man sich unterscheidet. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass es auch die Möglichkeit der Ungleichheit gibt. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Umfang. Und ich glaube, was sozusagen der Ansatzpunkt sein muss, ist, sich Gedanken darüber zu machen, wenn man in einer Gesellschaft startet, wie sind die Startchancen, wie sind die Lebenschancen, und auch wenn jetzt beispielsweise während des Lebens einem Schicksalsschläge widerfahren, halte ich es für eine unglaubliche zivilisatorische Errungenschaft, da ein Absicherungssystem als Gesellschaft geschaffen zu haben. Aber ich glaube, sozusagen darauf hinzuwirken als Gesellschaft mit Umverteilungsmechanismen, Gleichheit herstellen zu wollen, nicht für den richtigen Weg.
Und Sie hatten mir ja auch freundlicherweise in der Einladungsmail geschrieben, ich solle mich zeitlich begrenzen auf 2 Minuten. Ich weiß, bei hauptamtlichen Politikern ist es in der Regel so, dass sie mehr reden und anderen weniger zuhören. Deswegen ist mein Vorsatz heute, Ihrer Anweisung mit den 2 Minuten gerecht zu werden. Deswegen will ich an der Stelle mal aufhören. Ja, vielen Dank. Ja, wir wollen in der Tat in ein Gespräch kommen und deswegen gebe ich dieselbe Frage an Sie, Frau Lenze, weiter. Wie viel Ungleichheit braucht unsere Gesellschaft? Und vielleicht gerne mit auch Bezug zu dem, was Herr Fromny gesagt hat. Ja, also ich halte das eher für eine philosophische Frage. Ich als Juristin weiß natürlich, dass ein gewisser Widerspruch zwischen Freiheit und Gleichheit besteht. Also man kann sagen, je mehr Freiheit, zum Beispiel die Freiheit von staatlicher Regulierung, desto mehr Ungleichheit entsteht auch. Also wenn ich auf einer Autobahn 180 fahren darf, dann sind natürlich auch bestimmte Leute, die das irgendwie auch mal machen können, weil die einen kleinen Twingo haben, können das nämlich nicht. Und ich weiß, dass gerade für die Ärmsten in der Gesellschaft eben die Herstellung materieller gleicher Lebensbedingungen überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür ist, dass sie von ihren Freiheiten Gebrauch machen, zum Beispiel von ihrem Wahlrecht. Wir wissen ja heutzutage, dass gerade die Ärmsten in der Gesellschaft gar nicht mehr wählen gehen. Und von daher bin ich sehr besorgt, was die wachsende Ungleichheit bei Einkommen, aber vor allen Dingen beim Vermögen angeht. Also wenn rund die Hälfte der Bevölkerung praktisch kein nennenswertes Vermögen hat, heißt das, dass sie elementar auf den Sozialstaat angewiesen sind, wenn sie kein Erwerbseinkommen mehr erzielen können bei Krankheit, Pflege, Alter und Arbeitslosigkeit. Und dieser Sozialstaat ist ja in den letzten Jahren auch doch demontiert, will ich nicht sagen, aber doch umgebaut worden, weil wir durch Globalisierung und EU-Osterweiterung Unternehmen verloren haben, die in andere Staaten gewandert sind und das Kapital wie ein scheues Reh, das Bild haben wir ja immer wieder gehört, als Minitekel an die Wand gemalt wurde. Und was dazu geführt hat, dass dieser Sozialstaat doch umgebaut wurde und in vielerlei Hinsicht nicht mehr für eine auskömmliche Existenzsicherung sorgen kann. Also aus der Krankenversicherung wurden dann Leistungen rausgenommen, die Renten sind gesunken. Die Arbeitslosenversicherung ist abgeschafft worden, dafür ist Hartz IV eingeführt worden. Also wir müssen uns wirklich über den Sozialstaat genau anschaffen. Trägt er noch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei? Und da jetzt eine letzte Überlegung, vielleicht noch ein einziger Satz. Der Sozialstaat ist heute eine Umverteilung zwischen durchschnittlich Verdienenden und Geringverdienenden. Die Reichen haben sich daraus verabschiedet. Ja, ich kann vielleicht später da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber das ist eigentlich ein Irrsinn, dass die Belastung mit Steuern und Sozialabgaben ab einem bestimmten Einkommen, nämlich ungefähr bei 70.000 Euro, wieder sinkt und nicht weiter steigt. Also wir haben eine Umverteilung, die nicht mehr in Ordnung ist, was den Sozialstaat angeht. Also wir haben da schon ein bisschen was zu den Ursachen drin, da kommen wir auch gleich wieder drauf. Ich möchte nochmal Dr. Francis Seeg ansprechen. Sie haben ja Ungleichheit auch als Ausgrenzungsform erlebt und sehen nun als forschende Person auch auf dieses Themenfeld. Und da frage ich Sie ganz explizit, was meinen Sie, wie viel Ungleichheit braucht eine Gesellschaft und bis zu welcher Grenze? Also wie viel verträgt sie noch? Ja, danke auch für die Einladung. Ich bin der Meinung, eine Gesellschaft braucht überhaupt keine soziale Ungleichheit. Im Gegenteil, eine sozial gerechte Gesellschaft ist für alle Menschen besser. Es ist ja so, dass soziale Ungleichheit auch politisch gewollt ist und politisch auch umgesetzt wird. Und es wurde ja heute schon der Interessenskonflikt zwischen Kapital und Arbeit angesprochen. Der ist natürlich immer noch aktuell. Also es gibt natürlich Menschen, die Kapitalseite, Menschen mit Vermögen, die von sozialer Ungleichheit profitieren, aber gerade einkommensarme Menschen, wohnungslose Menschen, erwerbslose Menschen profitieren natürlich in keinster Weise, sondern sind massiv ausgeschlossen, erleben massiven Klassismus, haben einen beschränkten Zugang zu Gesundheit, zu Gerechtigkeit, zu Einfluss. Insofern war die Frage für mich sehr leicht zu beantworten. Wir brauchen keine soziale Ungleichheit. Sie hat vor allem negative Effekte. Ja, Herr Döring, jetzt schiebe ich mal an Sie. Das können Sie gerne machen, Frau Mensch. Ich würde noch einen kleinen Moment bei der Frage bleiben, wie viel Ungleichheit verträgt eigentlich die Gesellschaft. Ich habe im Vorfeld natürlich auf unsere heutige Podiumsdiskussion mal ein paar Ergebnisse rausgesucht in Studien. Ich nehme einfach mal nur 2.
Das eine ist nicht so überraschend und es bezieht sich auch nur auf die Einkommensungleichheit. Da gibt es eine schöne Kurve, die man auch zeichnen könnte, die dann aber nichts anderes sagt, als dort, wo die Einkommen ungleich sind, habe ich extrem wenig soziale Mobilität in der Gesellschaft. Also eher ein negatives Bild oder eine Wertung dieser Ungleichheit in der Gesellschaft. Und dann gibt es ein zweites, fand ich interessant, in einer Studie der Bosch-Stiftung, die zu dem Ergebnis, ich nenne mal nur das ganz verkürzt, wo Ungleichheit herrscht, sind die Menschen toleranter. Na, Herr Welzer, was halten Sie von dieser Aussage? Naja, das, wo Ungleichheit herrscht, sind die Menschen toleranter, ist noch nicht die Aussage, wo soziale Ungleichheit herrscht, sind Menschen toleranter, oder? Also ich würde ja auch, ich finde es super, dass Menschen verschieden sind. Aber das ist ja eine andere Aussage als die, ich finde es super, wenn sie unterschiedliche Lebens- und Teilhabechancen haben. Und das finde ich nicht super. Und ich habe dieses gesellschaftliche Projekt so verstanden, als sei es ein Ziel, solche Disparitäten möglichst abzumildern. Also die Tatsache der Ungleichheit anzuerkennen, aber sie nicht als sozusagen Tatsache der Ungleichheit von Chancen an Teilhabe anzuerkennen. So würde ich das sehen. Dass Menschen verschieden sind, finde ich total klasse. Und das ist in der Tat auch eines der stärksten Gründe dafür, dass Dinge sich tatsächlich verändern, dass Entwicklung geschieht und so weiter. Wenn die alle gleich wären, könnten wir es auch sein lassen. Das war natürlich ein bisschen zugespitzt auch in dem Zitat genannt. Frau Träger, um Sie auch nochmal mit in die Runde hier reinzunehmen, zur Existenz von sozialer Ungleichheit und der Frage, wie viel braucht eine Gesellschaft davon, wie viel verträgt sie, wie sehen Sie das denn? Naja, also ich finde das nicht so leicht zu beantworten, weil absolute Gleichheit ist ja was, wo ich mich frage, ob es erstrebenswert ist. Wir haben historisch gesehen da nicht so viel Erfahrung. Die Erfahrung, die wir haben, ist, glaube ich, nicht so wirklich glücklich gewesen. Also ich würde vielleicht schon ansetzen an dem, was Sie auch im Vortrag gesagt haben. Also die soziale Frage ist ja eine zentrale Frage, sage ich mal, der letzten Jahrhunderte, aber insbesondere natürlich der letzten 200 Jahre entstanden im 19. Jahrhundert. Und wenn man es jetzt historisch sieht, würde man sagen, da sind sehr, sehr viele soziale Ungleichheiten ausgeglichen worden. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, also dieser Konsens, der darüber bestand, der steht sicherlich heutzutage mehr in Frage, als es vielleicht zu Beginn dieses Gesellschaftsmodells der Fall war. Sie haben es ja auch angedeutet, die Frage, oder worum es sich ja dreht, ist, wie sieht denn dann ein anderer Konsens aus? Weil ich glaube schon, es wird immer Ungleichheiten geben. Und es ist ja auch nicht so, dass, wie gesagt, auch jede soziale Ungleichheit grundsätzlich korrigiert werden muss. Die Frage ist, welche habe ich, welche will ich auch korrigieren? Ich muss mir natürlich auch überlegen, welche Möglichkeiten habe ich dazu? Wir haben über den Sozialstaat gesprochen, der Sozialstaat leistet ja auch schon relativ viel. Also wir haben ja ein Sozialbudget, was mittlerweile doch, ich glaube, 1 Billion Euro beträgt, ja, pro Jahr. Das ist ja nun nicht wenig, nicht? Und Sie haben die Frage aufgemacht, und das ist sicherlich eine zentrale Frage, wie die Zukunft, wie ist das, wenn sich die soziale Frage mit der ökologischen Frage koppelt? Weil da haben wir ja auch noch keine historischen Erfahrungen. Ja, also zusammengefasst, ich bin der Auffassung, dass Gesellschaften soziale Ungleichheiten vertragen. Es muss aber einen Konsens darüber geben, ja, welche man zulässt und welche man eben bekämpft. Und dann ist natürlich die Frage, wie bekämpfe ich sie? Könnte die Antwort auf die Frage sein, welche sozialen Ungleichheiten ich zulasse, aushalten will und an welchen ich meine, etwas tun im Sinne von abmildern zu müssen, mit den Ursachen zusammenhängt? Das wäre die nächste Frage in der Runde. Was führt denn eigentlich zu diesen sozialen Ungleichheiten, von denen Sie, Frau Träger, ohne dass das jetzt schon eine Frage an Sie ist, vorhin ja einführend geredet haben, oder auch der Herr Welzer? Es gibt ja
schöne Aussagen, wie man sie regelmäßig in den Zeitungen auch liest. Die Ungleichheit ist in Deutschland heutzutage die soziale Ungleichheit. Herr Welser, nicht, dass Sie gleich wieder nachfragen, von welcher Ungleichheit ich hier rede. Ist das Ergebnis von niedriger Chancengleichheit, da wird meistens auf Bildung abgestellt, und geringer sozialer Mobilität. Ist das so? Erschöpft sich das darin? Ich will noch nicht reden, wie man das beseitigt, wenn es wirklich daran liegt, oder ist das eher eine unvollständige Ursachenanalyse, was soziale Ungleichheiten betrifft? Frau Lenze, gucke ich mal an. Es geht jetzt um die Ursachen. Ne? Ja, da hatte ich ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen in meinem ersten Statement. Wir haben seit den 80er Jahren, sagen alle Untersuchungen, eine wachsende soziale Ungleichheit, die hat sich dann, und dann nochmal um die Jahrtausendwende, die hat sich dann so um 2010, 15 mit dem boomenden Arbeitsmarkt, hat sich das ein bisschen auf hohem Niveau stabilisiert, ja. Das sind die Fakten. In den letzten Jahren, denke ich, da haben wir gerade bei den Ansässigen hier, bei unserer ansässigen Bevölkerung, also nicht bei denen, die jetzt gerade zu uns gekommen sind, aber bei der ansässigen Bevölkerung, haben wir durch Ausweitung von Arbeit, von Erwerbsarbeit, haben wir eine Verbesserung der sozialen Lage gesehen. Also gerade Familien, wo dann die Mutter auch schon sehr früh wieder anfängt zu arbeiten, die konnten ihre Lage ganz gut wieder hinkriegen, ja, und sich auch verbessern. Es war aber immer verbunden mit einer Ausweitung des Erwerbsvolumens dieser Familie. Wer konnte das nicht tun? Wer ist immer noch hinten dran? Das sind zum einen die Alleinerziehenden, die alleine für die Kindererziehung zuständig sind. Die konnten da nicht mitholen, die sind zurückgefallen. Und gleichzeitig sind zurückgefallen Familien mit zwei, drei und mehr Kindern, die nämlich auch nicht sozusagen diesem neuen Modell der vollberufstätigen Ehe folgen können. Also was die Erwerbstätigen angeht, hat eine Stabilisierung auf einem etwas höheren Niveau jetzt stattgefunden, der sozialen Ungleichheit. Aber wir sehen natürlich, dass der Sozialstaat die nächsten Jahre, und das fängt sehr bald an, vor Herausforderungen steht, wo wir mit dem System, was wir haben, nicht mehr zurechtkommen. Mit dem System nämlich, dass die Umverteilung dort, dass die Reichen, die Vermögenden, die Selbstständigen, die Beamten, die Ärzte etc., dass die alle aus diesem System ausgegliedert sind, ihre eigenen schönen Vorsorgeeinheiten haben, wo auch der investierte Euro viel mehr wert ist als der, den sie zwangsmäßig da in die Rentenversicherung einzahlen müssen. Das ist auch ein Riesenungleichheitsproblem im Prinzip. Und der Sozialstaat wird das nicht verkraften können, den demografischen Wandel, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ab 2025 in Rente gehen. Und dann müssen wir ein neues System schaffen im Sinne einer universalistischen Versicherung, wo jeder Mensch in Deutschland ab dem ersten Euro Verdienst einzahlt, um das überhaupt stemmen zu können, was da auf uns zukommt. Und das wäre auch etwas, das wäre auch wirklich eine Vision, die den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken würde. Zu den Maßnahmen, die man ergreifen muss, um mit sozialer Ungleichheit umzugehen, kommen wir später nochmal. Den Hinweis nehme ich nachher aber gerne wieder auf. Herr Promny, ich würde gerne auch Sie nochmal fragen. Und zwar, weil Sie das vorhin ja auch schon angesprochen haben, Stichwort Chancengleichheit, was ja bei meinem kommentierenden Satz zur eigentlichen Frage für diese Runde mit dabei war. Ich will das nochmal mit ein paar Zahlen auch unterfüttern, weil Chancengleichheit wird dann oft auch mit Bildungschancen in Verbindung gebracht. Herr Welser hat das vorhin in seinem Vortrag genannt. Die Zahlen, die ich habe, sind ein bisschen anders, aber kaum abweichend. 70% der Akademikerkinder gehen auf Universitäten. Wenn man auf die Arbeiterhaushalte guckt, sind das gerade mal 20. Ja, und vielleicht noch eine andere Zahl, die die Dramatik vielleicht deutlich machen soll an der Stelle. Wir haben in Deutschland wohlgemerkt 20% der Kinder, die die Schulen verlassen, ohne ausreichend schreiben und rechnen zu können. Das kann man auch noch in eine andere Zahl übersetzen. Das sind unterm Strich mittlerweile 7,5 Millionen funktionale Analphabeten, die wir in Deutschland haben, ja, in einem der führenden Industrieländer. Ist das nicht auch eines der Grundprobleme, wenn wir über soziale Ungleichheit reden? Zunächst mal glaube ich, dass es multikausal ist. Es sind sehr, sehr viele Ursachen. Und den Aspekt, den Sie angesprochen haben mit der funktionalen Analphabetisierung, die wir haben, ist natürlich durchaus problematisch. Ich will aber nochmal auf den Aspekt auch der Zahlen eingehen, weil ich es durchaus faszinierend finde, die zu vergleichen auch mal. Es ist ja in der Tat so, dass der Bund alle 16 Länder plus die Kommunen im Jahr 1 Million Euro ausgeben für den sozialen Bereich. So, das ist der eine Topf.
Und jetzt schauen wir uns mal den anderen Topf dazu im Verhältnis an. Wir haben auch wieder Bund, alle 16 Länder plus die Kommunen bei der Frage Bildungsausgaben. Was schätzen Sie denn? Die Frage in den Raum. Was schätzen Sie denn, was wir ausgeben? Ich habe jetzt die 1 Billion schon mal genannt. Können gerne mal eine Zahl in den reinrufen hier. Was schätzen Sie? Bitte. Fünf Millionen? Schätzen Sie, okay. Ja. Also ich lasse die Sacker, genau, ich kürze es ab. Es sind, je nachdem welcher Studie man folgt, es sind rund 200 Milliarden Euro. Und da sehen Sie ein relativ krasses Missverhältnis meines Erachtens. Und da ist genau der Punkt auch, wenn wir darüber reden, Lebenschancen zu haben, Bildungsgerechtigkeit zu haben, sehen wir in unserer Gesellschaft aktuell, dass wir an der Stelle, wo es meines Erachtens am wichtigsten wäre, nicht den Schwerpunkt gesetzt haben. Und deswegen glaube ich, haben wir auch Situationen wie diese, dass wir einen relativ großen Anteil in der Bevölkerung haben, die nicht entsprechend lesen, schreiben, vielleicht sogar rechnen können. Und Sie hatten den Aspekt des Wahlrechts angesprochen und des Nicht-mehr-Wählen-Gehens. Also das, für mich sind das auch die beiden Hauptproblempunkte sogar in unserer Gesellschaft, dass sozusagen da keine Beteiligung mehr stattfindet. Und ich glaube, dass trotzdem eine Ungleichheit positiv sein kann, da bin ich bei Ihnen. Die kann sogar so die Hefe im Teig sein, vorausgesetzt, dass die Startchancen fair sind, dass wir eine durchlässige Gesellschaft haben beispielsweise. Und ich glaube, da müssen wir auch meines Erachtens ansetzen. Das ist ein schönes Stichwort, Durchlässigkeit der Gesellschaft an der Stelle. Und die Frage, die hat ja vorhin auch schon Harald Welzer aufgeworfen, können wir die Probleme, mit denen wir hier konfrontiert sind, letztlich durch mehr Geld lösen, was wir da ins System reinkippen? Noch eine Zahl dazu und dann damit verbundene Frage an Herrn Welzer. Der Lidenforscher Michael Hartmann hat in einer Studie herausgefunden, dass Arbeiterkinder, die es tatsächlich zum Doktortitel geschafft haben, trotzdem es 17 Mal schwerer haben, in Führungspositionen bei uns, sei es in Politik oder Wirtschaft, zu kommen, als das für Kinder gilt, die halt aus Elternhäusern kommen, wo solche Positionen schon vorher wahrgenommen wurden. Herr Welzer, das scheint doch dann so zu sein, als ob es doch nicht nur reicht, mehr Geld ins Bildungssystem zu stecken, mehr Benachteiligte mit entsprechenden Bildungsabschlüssen zu versehen, sondern da kommt es doch offensichtlich noch auf ein bisschen mehr an, oder sehe ich das falsch? Naja, ich weiß auch nicht, wer gesagt hat, es reicht, mehr Geld ins Bildungssystem zu stecken. Das hat ja auf diesem Podium keiner gesagt. Ich habe Herrn Bromny etwas zugespitzt interpretiert. Ach so, aber selbst das hat er, glaube ich, gar nicht gesagt. Also, aber ist ja egal. Also was wollte ich jetzt sagen? Was war die Frage? Das reicht nicht, mehr Geld da reinzustecken. Aber, und da wäre der Bildungspolitiker natürlich auch super hier auf dem Podium, wir sehen ja eigentlich keine Hochbewertung der Bildungspolitik in unserer Gesellschaft auf der faktischen Ebene. Wir sehen es im Rahmen von wunderbaren Sonntagsreden und Zeitungskommentaren, wie unfassbar wichtig Bildung ist. Wir sehen es aber weder in der Ausstattung der Schulen noch in vielen anderen Faktoren, die was mit Bildung zu tun hat. Und wir sehen es insbesondere nicht dort. Und das fände ich spannend, mit Ihnen darüber zu diskutieren, weil Sie ja Bildungspolitiker sind. Wie müssen sich Schulen eigentlich weiterentwickeln? Auf der Ebene des Curriculums nicht allein, sondern auch auf der Ebene dessen, was Schule eigentlich ist. Wo findet eigentlich Partizipation in der schulischen Praxis statt? Welche Rolle haben Schülerinnen, welche Rolle haben Lehrerinnen und so weiter? Und was ich ja, und das war auch meines Erachtens nach Ausdruck, was sich in der Pandemie gezeigt hat, dass das System unfassbar starr ist, unfassbar old-fashioned,
Also das im Grunde genommen ist das pädagogische Grundmodell ist tatsächlich auch das aus dem 19. Jahrhundert. Ja? Kinder müssen was lernen und gleichzeitig müssen sie dabei erzogen werden. Und dass dieses System überhaupt nicht mehr angemessen ist, bei all den Veränderungsprozessen, die einströmen auf Gesellschaft, auf die sie reagieren muss, aber andererseits auch gar nicht mehr angemessen ist im Hinblick auf Kompetenzen, die sich Kinder auch selber aneignen, ja, auch durch digitale Medien und sonst was. Da stehe ich wirklich fassungslos davor, auch vor der Starrheit dieses Systems. Und da würde mich auch mal interessieren, ob es dann eigentlich Überlegungen gibt und wenn ja, welche, wie man beispielsweise mal all die doch gar nicht so wenigen Erfahrungen aus alternativen Schulformen, aus Schulprojekten und so weiter mal umsetzt, um dieses wirklich starre und der Gegenwart völlig unangemessene System mal zu verändern. Und das ist keine Frage des Geldes, glaube ich. Ja, es ist keine Frage des Geldes, sehe ich auch so. Es ist eine Frage der Schwerpunktsetzung und der Frage, wie man sich, will sie mal tradierte Traditionen, wie man sich denen nähert. Um ein Beispiel zu geben, also wir haben ja die letzten 150 Jahre, hat unser Schulsystem, so wie es aufgestellt war, recht erfolgreich funktioniert. Aber darunter liegen ja strukturelle Prozesse der Industrialisierung und auch stellenweise der Militarisierung. Also dass wir Klassen in Jahrgangsstufen einteilen, dass wir die Art und Weise, wie Schule an sich strukturiert ist. Es steht vorne ein Lehrer, der in den Saal spricht. Das sind ja alles sozusagen Konzepte, die in der Tat erfolgreich waren, aber die uns nicht perspektivisch, glaube ich, nicht vorbereiten auf das 21. Jahrhundert. Und deswegen gibt es durchaus spannende Schulen, die auch vor einiger Zeit schon aufgebrochen sind und das aufgebrochen haben. Ich will mal ein Beispiel nennen, die Alemannenschule in Bud Oesching, die 2019 auch den Deutschen Schulpreis gewonnen hat, die sich vollkommen losgelöst haben von diesen klassischen Strukturen, die dann auch, also der Schulleiter der Rupaner sagte beispielsweise, zu Anfang des Jahres mit ihm nochmal gesprochen, schauen Sie mal nach, ob Sie in einem Gesetz, Erlass oder Verordnung finden, dass ein Lehrer tatsächlich vorne vor der Klasse stehen muss. Die Art und Weise, wie wir das aufbauen und strukturieren, das ist überhaupt nicht geregelt. Wir machen es einfach so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, und ob das dann tatsächlich der Weg in die Zukunft ist, da will ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir perspektivisch in Schulstrukturen denken sollten, sondern meines Erachtens sollten wir versuchen, von dem Individuum her zu denken, von den Schülerinnen und Schülern. Und da sind wir, glaube ich, sind wir auf einem besseren Weg, wenn wir das beschreiten, weil faktisch ist es aktuell so, dass wir einen enormen Lehrkräftemangel haben. Wir haben eine Infrastruktur an den Schulen, die, klar gibt's gute, aber wir haben auch viele, viele Schulen, die infrastrukturell dringend überarbeitet werden müssten. Und ich glaube, dass dort man sich auch die Frage stellen muss, neben der Strukturierung der Lerninhalte, ob man nicht auch mal sich Gedanken darüber macht, wie Gebäudestrukturen wirken auf das Lernverhalten von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die beiden großen Denkschulen, die aktuell in der Welt existieren, einmal in den USA und einmal in China und im asiatischen Raum, im Hinblick auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht. Das sind Fragen, also wer glaubt, dass das weit entfernt sei, der täuscht sich. Das findet längst statt und das findet in den USA in einer positiven Art und Weise statt, weil man sich versucht, am Individuum zu orientieren. In China ist eher der Gedanke der Kontrolle im Vordergrund, was
meines Erachtens äußerst bedenklich ist. Aber auch dort versucht man, das entsprechend einzusetzen. Und bislang, in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls, gibt es hier kaum Tendenzen, das entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, dass man aber durchaus künstliche Intelligenz einsetzen kann, um einen Höchstgrad an individueller Förderung zu erreichen. Also um ein Beispiel zu geben, in den USA, in New York hat man in the School of One, nennt sich das, ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist, hat man künstliche Intelligenz eingesetzt, um tatsächlich sozusagen der Schüler, muss ich das so vorstellen, der Schüler kommt dahin, macht einen Eingangstest, dann wird der Leistungsstand der Individuelle festgestellt und anhand der jeweiligen Leistungen, die über den Tag erbracht werden, wird sozusagen das, was der Schüler lernen sollte, immer individuell angepasst für den nächsten Tag, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Und das Spannende ist, dass man das eingesetzt hat in Problemvierteln in New York, wo gerade die Sozialstruktur besonders schwierig war. Und das faszinierende Ergebnis ist, dass man dort es geschafft hat, überdurchschnittlich gute Ergebnisse hinzubekommen für die Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, das sollte eigentlich eher unser Ansatz sein, wenn man versucht, ein Schulsystem zu modernisieren. Soll ich übernehmen? Sind wir durch mit den Ursachen? Mit den Ursachen kann man noch lange diskutieren, aber wir waren bei der Schule, Schulpolitik als Lösung und bei den Kindern. Vielleicht ist das ja eine Überleitung zu Ihnen, Frau Mensch. Ja, bevor wir von den Ursachen, würde ich gerne noch mal ganz kurz zu den Effekten kommen. Bitte. Und dann schaue ich wieder zu Dr. Seeg und möchte insbesondere Sie fragen, wenn Sie uns das erlauben, diese Frage, weil es eine persönliche Frage ist. Was sind die Effekte der sozialen Ungleichheit im persönlichen Erleben und vielleicht wirklich auch gerade als Kind oder auch in Schulkontexten? Also was macht dir was aus? Ja, danke. Ich möchte aber gern auch noch kurz was zu den Ursachen sagen, weil mir da ein paar Punkte gefehlt haben, weil die Ursachen ja auch ganz massiv verschränkt sind mit Klassismus, also der Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und dem sozialen Status, Rassismus, Sexismus und natürlich auch politischen Entscheidungen wie der Agenda 2010. Und das kam mir gerade etwas zu kurz, beziehungsweise sind wir auch, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen. Und genau zu den persönlichen Erfahrungen, die möchte ich, glaube ich, jetzt in dem Rahmen nicht so gerne teilen. Ich finde, das ist dann immer so ein Geben und Nehmen. Also wenn es sozusagen noch mehr Offenheit gibt, weil wir haben ja alle eine Klassenbiografie, wir sind alle in einer sozialen Klasse aufgewachsen, alle auch auf dem Podium, alle ZuhörerInnen. Deswegen, würde ich das jetzt ein bisschen struktureller einfach erzählen. Also Klassismus, die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder dem sozialen Status hat natürlich ganz unterschiedliche Folgen und Effekte. Also es fängt natürlich an bei der Geburt. Unter welchen Umständen ist man geboren? Mit welcher Sicherheit oder auch fehlender Sicherheit? Und es gibt ja auch zunehmend Hass und Abwertung von einkommensarmen Eltern. Also gerade wenn man sich das sogenannte Hartz-IV-TV anschaut, dann sieht man ja ganz viel Berichterstattung über sogenannte Hartz-IV-Familien. Und das prägt dann natürlich auch die Lebensumstände, also ganz massiv natürlich Vorurteile, mit denen man zu tun hat. Und ein weiterer Punkt, der ja schon angesprochen wurde, ist das ganz frühe Aussieben im Bildungssystem. Also das fängt natürlich dann in der Grundschule an, dass da dann ausgesiebt wird, wer kommt aufs Gymnasium und wer nicht. Und da haben Akademiker, Eltern und auch reiche Eltern, einkommensstarke Eltern, sind da ganz massiv im Vorteil, ihre Kinder auch aufs Gymnasium zu bekommen. Und soziale Ungleichheit hat natürlich auch eine große Auswirkung auf den Körper und auf die Gesundheit. Also die Lebenserwartung in Deutschland, das sind ja 10 Jahre unterschiedlich. Die sind ja 10 Jahre unterschiedlich bei reichen oder armen Menschen. Und es geht noch weiter, prägt auch die Art, wie wir sterben, wie wir bestattet werden und prägt sozusagen unser ganzes Leben und auch die gesamte Gesellschaft und natürlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die in Armut leben. Und da wollte ich auch noch mal einfach kurz sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, es wurde auch im Chat genannt,
ja doch in sehr privilegierter Runde über das Thema gesprochen wird, obwohl es ja als Theorie-Praxis-Dialogforum angekündigt wurde. Und da würde ich mir wünschen in Zukunft, dass beispielsweise auch wohnungslose Aktivistinnen, Erwerbslosenaktivistinnen, Arbeiterinnenkinder, die an Hochschulen sich organisieren, auch eingeladen als Referentin. Das wäre für mich so eine Strategie, zum Beispiel auch schon gegen soziale Ungleichheit zu machen, weil es ja auch darum geht, wer darf sprechen, wer sitzt auf Podien, wer hat die Möglichkeit überhaupt über das Thema an eine große Öffentlichkeit sich zu wenden. Ja, herzlichen Dank, das nehmen wir auf jeden Fall mit, aber ich würde auch gerne gleich thematisch zu dem, was Sie gesagt haben, überleiten zu der nächsten Frage, nämlich ob sich nicht an dem Punkt der Kinderarmut, die ja in der Tat, also aus Klassismus geboren, oftmals auch aus anderen Strukturen, Effekte dann hat für die Bildungsmöglichkeiten, für überhaupt die Lebenschancen, die Entfaltungsmöglichkeiten, ob sich nicht an dem Effekt, an dem Fakt, dass wir Kinderarmut haben in unserer Gesellschaft, dass wir sie zulassen, dass wir es nicht auf die Reihe kriegen, sie zu verhindern, die eigentliche Ungerechtigkeit zeigt von Ungleichheitsverhältnissen. Frau Lenze, Sie forschen zu Kinderarmut. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ja, also bei dem Kind, bei den Kindern kann man es natürlich eher skandalisieren, weil Kinder ja offensichtlich nichts dafür können. Ja, da berührt es uns und da reden wir auch eher mal über eine Kindergrundsicherung. Das ist relativ weit fortgeschrittene Diskussion, finde ich. Aber man muss sich natürlich fragen, warum sind Kinder überhaupt arm? Also ganz banal erstmal, Kinder sind nicht erwerbstätig. Ja, das ist erstmal das, der größte Grund, dass sie kein Erwerbseinkommen anschleppen. Ja, wir haben nämlich die Erziehung von Kindern ist in Deutschland immer noch privatisiert. Das zahlen Eltern sozusagen selber zu einem hohen Maße. Nämlich da gibt es Schätzungen zwischen mindestens 66% bis zu 75% der Kinderkosten zahlen die Eltern privat. Das Risiko des Alters, der Pflege, der Arbeitslosigkeit haben wir alles kollektiviert. Das wird sozusagen im Umlageverfahren finanziert. Aber die Kinder werden noch privat getragen. Und dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die oft vergessen wird. Bei den erwerbstätigen Eltern haben wir einen großen Treiber für Kinderarmut. Das ist nämlich die Verbeitragung des Kindesunterhaltes. Also erwerbstätige Eltern, die einzahlen in die Sozialversicherung, zahlen genauso hohe Beiträge wie die Kinderlosen. Sie zahlen auf Teile ihres Einkommens, die sie nicht zur Verfügung haben, die nämlich für den Unterhalt des Kindes bestimmt sind, Beiträge. Und das bedeutet, dass Eltern, die zwei und mehr Kinder haben und durchschnittlich verdienen, alleine dadurch schon unter die Armutsgrenze kommen. Also wir brauchen, das ist ja für die vom Bundesverfassungsgericht schon für die Pflegeversicherung angemahnt worden und durchgesetzt worden, wir brauchen eigentlich, wie im Steuerrecht muss der Kindesunterhalt verschont bleiben von den Beiträgen zur Sozialversicherung. Das ist ein wichtiger Treiber. Also das wäre natürlich auch, wenn es näher um die Strategien geht, wäre das auch eine wichtige Geschichte. Und wenn das geklärt ist und hier die Familieneinkommen auch entlastet werden, dann müsste man sehen, was bleibt noch an Kinderarmut. Also früher hatten wir ja scheinen wir einen Familienlohn gehabt zu haben, wo man mit einem Einkommen eine fünfköpfige Familie ernähren konnte in den 50er, 60er Jahren. Das gibt es nicht mehr. Auch der Mindestlohn, selbst wenn er 12 Euro betragen würde, ist nicht dafür geeignet, auch nur ein einziges Kind zu unterhalten. Also der Mindestlohn ist immer so, dass man gerade über den Transfersystem ist und sich selber finanzieren kann. Also wir haben hier ein grundlegendes Problem, wenn wir ein Geringverdienersegment in unserer Gesellschaft akzeptieren, sind das die Leute, die ihre Kinder nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Und für diese, wenn wir das weiter so aufrechterhalten wollen, müssen wir eine Lösung finden und das wäre natürlich eine Kindergrundsicherung, die einkommensabhängig dann abgeschmolzen wird. Aber man darf sich nicht vertun, das kriegen dann nicht nur irgendwie 1 oder 2 Millionen Familien, sondern das geht weit bis in die Mittelschicht rein aufgrund der Thematik, die ich gerade angesprochen habe, der Verbeitragung des Kindesunterhalts. Ja, Herr Promny, die Politik ist gefragt. Was können wir als Politik tun oder was können Sie als Politik tun? Das wäre die eine Frage, die sich unmittelbar anschließt an die Ausführungen von Frau Lenze. Die andere Frage bezogen nochmal auf Kinderarmut. Wir haben ja vorhin schon über schulische Effekte diskutiert, aber wir haben natürlich auch Effekte im außerschulischen Bereich.
was arme Kinder nicht mehr machen können, nicht mehr mitbekommen, wo die Teilhabe schwindet. Und explizit auch, das wurde vorhin bei Herrn Welzer schon im Vortrag auch gesagt, die ganze Pandemiesituation, die Homeschooling-Verhältnisse, die natürlich in den Bereichen, wo die Kinder unter Armutsbedingungen aufwachsen, ganz anders aussehen als in Akademikerkreisen. Ja, ist in der Tat so. Und ich habe jetzt sehr aufmerksam die letzten 1,5 Jahre eine Vielzahl von Gesprächen geführt und Schicksalsfälle auch gesehen, Einzelfälle, die wirklich, wirklich verheerend sind. Ich will mal ein Beispiel geben. Alleinerziehende Mutter, aus Indien stammend, mit 7 Kindern, 3-Zimmer-Wohnung in Frankfurt. Also das ist natürlich, das ist genau der Punkt, über den wir reden. Ja, und da ist es dann auch extrem schwierig. Corona-Pandemie ist da ja dann nur das Brennglas gewesen, was das verschärft hat. Aber ich glaube, der Ansatzpunkt ist gar nicht, weil vorhin es hieß sozusagen, in der Schule beginnt das. Ich glaube, der Ansatzpunkt ist viel früher schon. Das beginnt ja meines Erachtens schon in der Kita, Übergang Kita, Grundschule, mit Sprachbarrieren und mit einer Vielzahl von Vielzahl von Punkten, an denen das Individuum möglicherweise sogar Barrieren ausgesetzt ist, die schwer zu überwinden sind. Und ich glaube, dass Politik dahingehend gefragt ist, diese Barrieren, so gut es eben geht, abzubauen. Und ich sehe auch nicht, dass das sozusagen rein im familiären Kontext möglich ist. Ja, also wir haben ja jetzt beispielsweise hier in Hessen haben wir die Deutschsprachförderung, hat die Landesregierung auf den Weg gebracht, einfach um durch die Sprache schon befähigt zu sein, in der Schule teilnehmen zu können. Ich glaube, dass wir als Politik gefragt sind, dahingehend, dass wir keine Diskriminierung zulassen in der Form. Und der Aspekt, den Sie ansprechen mit, also der Unterschied zwischen Akademikerkindern und Arbeiterkindern beispielsweise, das ist in der Tat so, aber es ist auch so, dass wir als Gesellschaft die letzten Jahrzehnte auch immer sozusagen das Idealbild gezeichnet haben davon, dass sozusagen Abitur und möglicherweise ein Studium oder die Professur dann, dass das sozusagen das anzustrebende Ideal auch ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir bis 2030 in Hessen beispielsweise über 500.000 Menschen im Fachkräftebereich haben, die fehlen werden, ist das vielleicht auch gar nicht mehr sozusagen der richtige Impuls in die Gesellschaft rein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist ja nichts Verwerfliches, nicht Abitur zu machen, eine ordentliche Handwerksausbildung zu machen und ein Handwerk zu lernen beispielsweise. Ja. Und was ich sehe, ist, dass in dem Bereich eigentlich ein Impuls in unsere Gesellschaft gehen müsste seitens der Politik. Das passiert stellenweise in Sonntagsreden, aber sozusagen im faktischen Prozess ist das meines Erachtens im politischen Handeln bislang noch nicht angekommen. Also Herr Welzer hat genau in dem Augenblick zum Mikrofon gegriffen, als bei mir die Gedanken zu zucken begannen. Herr Welzer, begannen die Gedanken zu zucken und ich nahm das Mikrofon. Was Sie jetzt sagen. Das ist ein telepathisches Phänomen. Ich würde schon denken, dass das, was Sie eben angedeutet haben, ein bisschen darauf hinausläuft, dass man das Problem der sozialen Ungleichheit und der Bildungsungleichheit doch auch dadurch lösen können, dass die dann eben andere Jobs machen, die ungleich behandelt worden sind. Ich hoffe nicht, dass Sie das gemeint haben. Es hörte sich aber so an. Aber ich wollte, Sie können ja gleich
das nochmal gerade rücken. Aber mich beschäftigt ein Aspekt, gerade im Zusammenhang der vertieften Ungleichheit, wie sie sich unter der Corona-Entwicklung dargestellt hat. Klaus Hohlmann, der sicherlich wichtigste Jugendforscher, den wir in diesem Land haben, mit profunder Kenntnis, auch durch die Shell-Studien, die er durchgeführt hat und so weiter, der sagt, die Corona-Erfahrung ist von den meisten Schülerinnen und Schülern zu bewältigen. Das war eine beschissene Zeit. Und sie sind in vielerlei Hinsicht nicht zu ihren, was weiß ich, zu ihren normalen Lebensverhältnissen, zu ihren Bedürfnissen und so weiter gekommen. Aber das kann man in einer normalen Biografie bewältigen. Das war eine Episode. So, ja, dann steckt man das weg. Aber es gibt ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, für die das nicht zutrifft, die nämlich diese multiplen Benachteiligungen haben, wie sie da noch mal stärker zum Ausdruck gekommen sind. Und ein Drittel wird genau diese Bewältigung nicht leisten können. Und was Hohlmann sagt, und das ist der Punkt, um den es mir geht, ist, dass man die verliert, weil die natürlich auch keinerlei Möglichkeiten haben, logischerweise sich dann mit dieser Gesellschaft zu identifizieren oder dem Bildungssystem und so weiter. Und da finde ich die Frage ja doch wirklich, wirklich brisant. Wie kann eine Gesellschaft es sich leisten wollen, auf ein Drittel ihrer jungen Mitglieder zu verzichten und gleichzeitig die Vorstellung haben, man könne damit Demokratie aufrechterhalten? Also das ist ja das, was ich vorhin mit dem Böckenförde gesagt habe. Eine Demokratie lebt von einem gewissen Maß an Zustimmung der Leute, die zu dieser Demokratie gehören. Wenn aber die Kernerfahrung die ist, niemand interessiert sich für mich. Niemand interessiert sich für meinen Werdegang. Niemand interessiert sich für meine Situation heute Vormittag. Niemand interessiert sich für irgendwas, ob ich auf der Welt bin oder nicht. Dann wird es kein Gewinn für die Demokratie sein. Und ein Drittel ist eine relevante Größe, würde ich sagen. Es wäre auch, wenn es 10% wäre, schon zu schlimm. Aber da würde ich sagen, wird so die Brisanz des Problems und sozusagen dieses, da wissen Sie besser Bescheid drüber, Frau Lenzer, aber Sie haben es auch schon gesagt, wie lange man eigentlich das so durchschleift, sich das so anguckt und dann wird es im Krisenfall, wird es dann sozusagen manifest und nochmal brisanter und dann haben wir es ja mit Ergebnissen zu tun, die sich gar nicht mehr korrigieren lassen. Das hebe ich ja nicht auf, ich hole die ja nicht zurück, ja. Also ich will noch mal ganz kurz, obwohl unsere Zeit drängt, das Zucken meiner Gedanken erklären. Es war nämlich doch keine Telepathie, es ging um was anderes. Beide Argumente, sowohl von Herrn Promny als von Herrn Welzer, waren irgendwie so gesamtgesellschaftlich. Also das eine Argument ist ein volkswirtschaftliches, wir brauchen Handwerker und Handwerkerinnen. Das andere ist ein politisches, wir brauchen eine funktionierende Demokratie. Deswegen müssen die Leute irgendwie einerseits einigermaßen gebildet sein und andererseits eine gewisse Loyalität zum System entwickeln. Haben wir nicht auch einfach eine moralische Verpflichtung, jedem so ein gewisses Lebensglück zu ermöglichen? Und verwehren wir das nicht dadurch, dass wir Kinderarmut zulassen? Also diese Ebene gibt es ja auch noch. Wir haben ein bisschen ein zeitliches Problem, wir wollen nämlich auch noch ins Publikum öffnen. Herr Promny, Sie kriegen einen Satz, weil ja auch angeregt wurde, dass Sie noch mal reagieren. Ja, also ich wollte da definitiv nicht missverstanden werden. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir alle auf sozusagen einen Fußboden haben, der uns bildungsmäßig trägt. Die Frage ist aber, sozusagen ziehen wir da Decken ein für Einzelne und ich glaube, das darf nicht der Fall sein. Ich hoffe, das habe ich jetzt sozusagen klargestellt damit. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz, Frau Träger, ich bitte um einen kurzen Beitrag zur Frage, wir sind nach wie vor bei der Kinderarmut und bei der Ungerechtigkeit dessen. Können wir da mit sozialstaatlichem Handeln das wirklich verbessern? Oder hätten wir das nicht schon längst tun können und warum haben wir es nicht geschafft? Naja, da könnte man sagen, selbstverständlich ja, aber das hat natürlich seine Grenzen. Also Frau Lenzer hat es ja angesprochen, Kinder selbst, sage ich mal, sind ja nicht erwerbsarm, sondern die Eltern. Also das sind ja einkommensarme Familien,
in die diese Kinder geboren werden. Und es gibt ja auch bei der Bestimmung dieser Kinderarmut Konzepte, die sich im Prinzip anschauen, was kommt von der Armutslage bei den, von der elterlichen Armutslage bei den Kindern an. Weil die Kinder haben ja teilweise auch sehr unterschiedliche Ressourcen, mit diesen Armutslagen umzugehen. Nicht? Und das heißt halt auch, es gibt nicht das eine arme Kind, sondern diese Kinder sind sehr unterschiedlich und die staatliche Förderung muss natürlich auch unterschiedlich sein. Ja, weil diese Benachteiligungen ganz unterschiedliche Gesichter haben. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass wir auch ein grundgesetzlich garantiertes Recht der Eltern haben, dass Erziehung und Sozialisation auch eine Privatangelegenheit ist. Und das ist ja Folge gewesen sozusagen des Nationalsozialismus. Und dann ist ja immer die Frage, wie weit Staat, also greift ein Staat da ein, wie weit, also sage ich mal, unterstützt da diese Armutslagen, dazu muss ich natürlich in diese Familien intervenieren. Und das ist ja sozusagen, das muss ja beides bedacht werden. Ja, also, und ich kenne auch viele Familien, sage ich mal, oder ich kenne aus der Arbeit Familien, da liegen Armutslagen auch vor, aber ich habe eben auch Eltern und Familie, die eben auch Aufgaben übernehmen für diese Gesellschaft. Also Familie ist eine gesellschaftliche Institution. Und dann ist ja die Frage, wie weit greife ich da ein und kann ich auch eingreifen? Und was mache ich dann genau? Also das ist ja auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber selbstverständlich muss da, wie Frau Lenze gesagt hat, der Staat einkaufen. Und Sie haben es ja jetzt auch schon alleine an den Kosten, nicht, mit dem Unterhaltszuschuss durchdekliniert, wie da die Einkommenssituation unter Druck gerät. Und da muss man natürlich was machen. Ganz klar. Ja, dann bemühe ich nochmal unsere Standleitung nach Berlin. Dr. Seeg, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, ich generell frage mich immer, warum man nur über das Thema Kinderarmut spricht. Ich finde diese Faszination mit dem Thema Kinderarmut immer total spannend und würde mich da anschließen, dass das auch viel mit Klassismus zu tun hat, weil Klassismus ja so wirkt, dass insbesondere Menschen, denen eine Selbstverschuldung zugeschrieben wird, halt ganz massiv dann auch stigmatisiert werden. Und gerade deswegen finde ich, es reicht nicht, über das Thema Kinderarmut zu sprechen, sondern Armut allgemein muss zum Thema gemacht werden, auch bei Erwachsenen. Und davon profitieren dann natürlich auch die Kinder, die in solchen Familien aufwachsen. Also das noch als letztes Statement zu dem Thema, dass ich dieses Herausgreifen des Thema Kinderarmut gar nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Und das wichtig finde, da einfach auch gesagt, ganzheitlich zu schauen und auch zu schauen, was sind die Gründe für Armut in der Gesellschaft generell und was sind auch die strukturellen Gründe und auch noch stärker Vermögensverteilung, Fragen von Erbschaft, Steuer, also wie wir eigentlich gestartet sind, in den Blick zu nehmen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Strategien, würde ich vorschlagen. Und jetzt öffnen wir mal ins Publikum. Es gibt hier eine Wortmeldung. Sie könnten sich bitte zu einem der Speakers Corner bewegen. Das heißt, wir haben hier in der Ecke Tische mit Mikrofonen, dass auch die Menschen in der Online-Teilnahme uns hören. Aber wir würden bitte zuerst an Tatjana Soto-Bermudes, unsere Chatbetreuerin, und bitten um die erste Frage. Gerne. Wir haben viele Fragen und auch einige Kommentare und jetzt nochmal in Bezug auf die Kinder vielleicht die Frage, trägt nicht unser dreigliedriges Schulsystem erheblich zu der gesellschaftlichen Ungleichheit bei? Ich finde ja, sagt die Kommentatorin. Kurze Antwort, Herr Promny. Ja, es ist ja eine Diskussion, die über Jahrzehnte ging. Ich versuche es wirklich in zwei Sätzen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Diskussionen der Vergangenheit uns in die Zukunft tragen werden. Deswegen glaube ich, zu diskutieren über dreigliedriges Schulsystem ist hinfällig. Entscheidend wird sein, die Fragestellung, wie können wir es hinbekommen, die Schule so aufzusetzen, dass wir eine bestmögliche individuelle Förderung hinbekommen und dass wir aufhören, uns über Schulformen zu diskutieren. Ich glaube, das ist nicht zielführend perspektivisch. Dankeschön. Dann haben wir hier am Saalmikro jemanden stehen. Sie haben das Wort, bitte. Ja, ich habe zwei Aspekte, die ich mal gerne nennen möchte. Ich bin Mitglied oder mache da mit bei einer Arbeitsloseninitiative. Und ich denke, hier sind drei Aspekte, die nicht bedacht sind. Das eine ist einmal die Behinderung an sich oder Krankheit, die die Leute dazu zwingt,
teilweise auch arm zu bleiben. Gut, die Blinden kriegen Blindengeld, sind damit ruhig gestellt, aber im Endeffekt, wenn du behindert bist, dann wirst du behindert und bist behindert. Das ist das eine Aspekt. Auch wenn es Handicap vielleicht heißt auf Neudeutsch zwischenzeitlich. Und der zweite Aspekt, was ich immer zu bedenken gebe, was ich merke, ist, dass Maslow, die Maslow-Pyramide, die eigentlich in jedem Sozialpädagogen-Studium und Professoren auch alle kennen, findet bei vielen Politikern keinen richtigen Anklang, weil eigentlich wird in der Maslow-Pyramide ja eigentlich Bedürfnisse, die man als Mensch oder in der Gesellschaft auch braucht, ja eigentlich auch, natürlich ist die bei jedem anders, aber da wird, meine ich, als Politiker meine ich auch zu wenig drauf mitgeachtet. Es wird immer nur auf die Wähler geschaut, mein Klientel. Ich muss ja, dass die Leute wieder zur Wahl gehen und mich wählen, weil ich die guten Sachen mache, aber die Armut fällt hinten runter. Und der zweite Aspekt, der mich stört, ist, wenn ich über 70.000 Euro verdiene und die Reichen hauen dann ab oder verschieben ihr Geld ins Ausland, dann ist für mich immer noch die Frage, warum kann man die Reichen nicht an der Moral packen, kann sagen, so, wir haben hier die und die Fälle, die würden wir gerne unterstützen, aber wer als Reicher möchte denn gerne hier eine Unterstützung reichen? Ich kann verstehen, dass viele Reichen sich vielleicht schämen und sagen, ich bin so reich oder mich interessiert es nicht. Es kann ja auch vielleicht auch Reiche geben, die sagen, Mensch, ich würde gerne unterstützen, aber ich will nicht in die Öffentlichkeit. Gut, dann kommen sie halt mal als Gespenst. Ja, es müssen sie ja sich nicht alle outen, aber ich finde, die reichen Leute in Deutschland oder weltweit haben auch, sollten mehr Verantwortung übernehmen auf freiwilliger Basis, weil wir haben nur eine Erde, echt nur eine. Und anstatt das in Weltraumprojekte zu stecken, okay, oder die reichen Leute zum Mars zu schicken oder damit eine Mondbesichtigung zu machen, sollte man wirklich da auch mal ansetzen und denen konkret Projekte dann sagen, wo wollt ihr spenden und was weiß ich. Da müsste was getan werden, meiner Meinung nach. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Beitrag. Das waren, und es gibt auch Saalapplaus dafür. Gleich mehrere Punkte. Herr Welzer, wollen Sie Stellung nehmen? Also, sagen wir mal so, das Problem besteht eben darin, dass viele der Angesprochenen diese moralische Verpflichtung nicht empfinden. Und deshalb ist das nicht die Lösung, sondern die Lösung, die moderner Sozialstaat ja vorgeschlagen hat, war ja von sozusagen Goodwill abzugehen und staatliche Regulierungen dafür zu schaffen, dass Menschen entsprechend diese Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu realisieren, ihre Chancen zu realisieren und so weiter. Inhaltlich stimme ich völlig zu. Ich finde das total grotesk, diese Raketenmänner. Ich finde, das wird auch viel zu wenig skandalisiert. Ganz im Gegenteil ist es ja so, dass diese Gestalten wie Herr Musk und so weiter ja hierzulande als Lichtgestalten gelten, weil sie Autofabriken bauen und sowas. Das ist mir alles völlig absurd. Und weil wir ja über das 21. Jahrhundert reden, das gehört für mich zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, wie man eine Autofabrik im 21. Jahrhundert für innovativ halten kann. Völlig rätselhaft. Das ist, ja, Henry Ford war ein bisschen 100 Jahre plus. Ganz tolle Sache. Und gleichzeitig solche Gestalten, die im Grunde genommen hinsichtlich einer Gemeinwohlorientierung, einer Staatsorientierung und so weiter, überhaupt an keiner Stelle erkennen lassen, dass sie bereit sind, irgendetwas zu leisten. Wieso das zum Beispiel, wieso die im Silicon Valley gefeiert werden, ist mir einleuchtend, aber wieso sie in einem Staat wie der Bundesrepublik gefeiert werden, ist mir vollkommen schleierhaft. Herzlichen Dank. Dann würde ich gerne noch mal den ersten Teil des Beitrags von eben, nämlich die Frage, wie sehr behindern denn unsere Strukturen Menschen mit Behinderung daran, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, nochmal an Dr. Seeg weitergeben. Das stützt ja Ihre These, dass da viel strukturell im Argen liegt. Können Sie dazu was sagen?
Ja, gern. Und danke auch für den wichtigen Beitrag. Ich fand, der hat nochmal ganz viele wichtige Punkte aufgegriffen. Und es ist tatsächlich so, dass Behindertenfeindlichkeit ja auch ganz massiv mit sozialer Ungleichheit zusammenhängt. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass in vielen Behindertenwerkstätten überhaupt nicht Mindestlöhne gezahlt werden, sondern Menschen wirklich für ein ganz niedriges Gehalt arbeiten und auch gar kein Vermögen mehr sich aufbauen können, strukturell, dass es sozusagen wirklich strukturell bedingt ist, dass gewisse Personengruppen in Armut auch gehalten werden, also beispielsweise Menschen, die in Werkstätten arbeiten. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, Klassismus, Behindertenfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus auch miteinander verwoben zu verstehen. Okay, vielen Dank. Tatjana, hast du noch eine Frage für uns? Ja, und zwar gab es zwei Fragen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da eine mit einem etwas längeren Kommentar. Da wir ohne Konsum, das heißt Kauf von bestimmten Gütern und Dienstleistungen, nicht leben können, brauchen wir Geld. Also zum Beispiel Wohnen, Energie, Nahrung, Mobilität. Das gibt es nur für Menschen ohne Vermögen, legal, nur durch Verkauf von Arbeit. Je mehr der Staat oder die Gesellschaft kostenlosen Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ermöglicht, desto weniger Geld brauche ich. Je weniger produziert würde, desto weniger Arbeitsplätze bräuchten wir. Quid bedingungsloses Grundeinkommen? Fragezeichen. Wer möchte hier reinspringen? Frau Lenze, wollen Sie? Nein, auf keinen Fall. Dann gebe ich die Frage an Herrn Welzer. Das ist das irgendwie so bäh oder so? Oder was? Also. Ja, also ich finde es nicht so bäh. Das ist bäh. Ich habe ein spaltendes Verhältnis zu dem Thema. Okay, also das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube in der Tat, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine sinnvolle Geschichte wäre. Und zwar nicht nur aus Gründen sozusagen einer verbesserten Teilhabe, nicht nur aus Gründen einer reduzierten Bürokratie, nicht nur aus Gründen einer Abkehr von diesem Erziehungsgedanken, der immer mit Förderung verbunden ist, sondern sozusagen ein rechtsförmiger Zugang zur Teilhabe. Das ist für mich der größte Wert des bedingungslosen Grundeinkommens und mit einer ökologischen Komponente, dadurch, dass Menschen entlastet werden von existenziellem Druck, haben sie viel mehr Möglichkeiten, ihre eigene Biografie zu gestalten, auch mal rauszugehen oder, keine Ahnung, Auszeiten zu nehmen und so weiter. Und es könnte tatsächlich auch dazu führen, wir haben im Moment ja im Grunde genommen so ein Kulturmodell, wo man immer rackern muss und wenn man unter dem Rackern leidet, muss man sich durch Konsum dafür entschädigen. Ja, das ist das, was angeboten, gönn dir mal was und so. Und es wäre in dem Sinne so ein Game Changer, wenn man das machen würde. Also für mich interessieren die Freiheitsgrade, die durch so eine Maßnahme entstehen würden. Deshalb finde ich das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich eine vernünftige, moderne Sache. Also vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Veranstaltung, das würde passen. Wir haben hier im Saal noch zwei Personen, die ich bitte gleich nacheinander ans Mikro bitte. Hallo, Christian Brückner. Ich bin noch bei der Frage, wie wir dazu kommen, eine geeignete Strategie gegen soziale Ungleichheit zu finden. Und zwar, wenn wir jetzt dahin gehen, eventuell diesen Diskurs, den wir haben, um diese Strategie zu finden, zu öffnen für Entitäten, die nicht mit verhandeln können, also wie zum Beispiel die Umwelt, wie zum Beispiel die Tiere, wie zum Beispiel Kinder oder Kindeskinder, also den Diskurs für diese, für diese Entitäten zu öffnen, besteht dann nicht auch die Gefahr, das ist jetzt etwas provokativ formuliert, aber besteht dann nicht die Gefahr, dass wir in sowas wie einen wissenschaftlichen oder populistischen Extremismus dann verfallen oder Radikalismus? Okay, das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns für die Schlussrunde aufheben und dort auch inklusive der möglichen Effekte nochmal versuchen anzusprechen. Dann darf ich noch den zweiten Fragesteller im Saal bitten. Ja, hallo. Ich weiß jetzt nicht, wie fruchtbar meine Frage ist, aber die Unis und Hochschulen, die kamen mir jetzt irgendwie immer nur so als Negativbeispiel mit den Anteilen an der Anteil an Studierenden, der aus Akademikerhaushalten kommen und so. Trotzdem höre ich immer von allen Seiten, dass ja die Studierendenzahlen immer steigen und steigen und steigen.
Und jetzt ist meine Frage, wächst da nur der Anteil wirklich an Studierenden, die aus Akademikerhaushalten kommen, oder kann man das schon irgendwo, gerade auch in Kombi mit der Tatsache, dass man ja auch an immer mehr Hochschulen, ehemaligen FHs promovieren kann, ist das nicht vielleicht auch schon ein Trend hin zu sozialer Gleichheit? Wer kann das gut beantworten? Soll der Moderator mal darauf antworten? Ja, bitte. Weil er ja auch aus der Hochschule kommt. Also man könnte meinen, dass dem so sei, wie Sie beschrieben haben, zumal es ja da auch mehr Möglichkeiten gibt, was durchgehende Bildungsverläufe auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften betrifft. Sie haben dieses Promotionsrecht angesprochen, wobei das ja gerade erst im Kommen ist und wir im Hessen da eher vorne sind und alle anderen uns das abgucken. Aber das ist ja jetzt hier nicht die Geschichte. Nein, es sieht nicht so aus, dass trotz steigender Studierendenzahlen tatsächlich der Anteil derjenigen, die aus den unteren Einkommensschichten oder aus Haushalten mit unteren niedrigen Einkommen kommen, tatsächlich zunimmt. Nein, das ist relativ niedrig. Das bewegt sich auf dem Niveau der Zahlen von Herrn Welser und meine, die ja fast deckungsgleich waren. Da haben Sie wirklich diese 20% und dort, wo vor allem studiert wird, von der Herkunft her, sind es diejenigen, die aus den besser begüterten Haushalten kommen. Und daran hat sich nichts geändert, trotz der steigenden Studierendenzahlen. Ja, das reproduziert sich eher in der Struktur, sprich bleibt gleich über die Zeit und ist fast wie eingefroren. Trotz dieser vielleicht zunächst mal positiven Entwicklung, dass jetzt mehr studieren, das hat an den Relationen so gut wie nichts geändert. Ja. Okay, das ist schade, aber danke. Ja, in der Tat schade. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir werden jetzt noch eine Frage aus dem Chat aufnehmen. Der große Vorteil bei der Online-Teilnahme ist, dass die Fragen nicht verloren gehen. Die sind aufgeschrieben und wir werden die uns alle anschauen und schauen, ob wir nicht wirklich wichtige weitere Veranstaltungen darauf aufbauen. Aber Tatjana, mach noch die Auswahl, gib uns eine letzte Frage hier aufs Podium. Ja, schwierig, aber ich möchte noch mal eine Frage relativ vom Anfang nennen, und zwar: Der Sozialstaat schafft Ungleichheit. Reiche Eltern bekommen mehr Geld, in Klammern Steuerfreibetrag, Elterngeld, als die anderen. Hartz-IV-Eltern bekommen gar nichts. Das kann man doch ändern, oder? Ich glaube, das ist eine Frage für Frau Lenze. Ja, das kann man auf jeden Fall ändern. Also das ist überhaupt, was ist das für eine Frage? Klar, könnten wir das im parlamentarischen Prozess ändern? Und vielleicht für die letzte Runde, da geht es ja um wirklich konkrete Vorschläge für Strategien gegen die soziale Ungleichheit, werde ich die eine oder andere in der Richtung auch vorstellen. Ja, dann starten wir doch einfach mal mit der letzten Runde. Wenn keine weiteren Fragen aus dem Publikum kommen, sei es online oder hier auch physisch vor Ort. Ja, Strategien gegen soziale Ungleichheit, was können wir dagegen tun? Ich fange mal mit einem Negativbeispiel an. Und beziehe mich sehr eng zugegebenermaßen nur auf Einkommens- und Vermögensungleichheit. Das können wir bei der Diskussion gleich gerne noch mal etwas aufbohren. Kein Land auf dieser Welt verteilt so viel um wie Deutschland. Ich korrigiere mich, Dänemark tut's noch genauso, ja, neben Deutschland. Mit weitem Abstand. Das ist jetzt keine Pressemitteilung unserer Bundesregierung, sondern das ist das Ergebnis einer Oxfam-Studie, die hoffentlich unverdächtig genug ist, was diese Feststellung betrifft. Trotz alledem, mit dem eingebauten Fahrstuhleffekt von Herrn Welser, haben wir Einkommensverhältnisse, was die Ungleichheit betrifft, die entsprechen der Situation aus dem Kaiserreich. Also das scheint zumindest irgendwie nicht die Strategie zu sein. Das ist meine Einleitung in die Diskussion. Ich weiß auch nicht, Herr Brummi, warum ich immer nur ans Geld denke, dass ich hier mehr Geld reinstecke und die Umverteilungsmaschinerie einfach noch schneller laufen oder noch quantitativ stärker laufen lasse. Ja, aber was kann es denn dann sein, ja, wenn das trotz unserer Weltmeisterstellung, was die Umverteilung betrifft, so wenig bis gar nichts an zumindest dieser Art von sozialer Ungleichheit gelöst hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Frau Träger, na, wollen Sie mal beginnen? Naja, man muss sich natürlich angucken, wie die Umverteilungsverläufe sind. Also ich kann natürlich schauen, verteile ich auf der horizontalen um oder auf der vertikalen? Und wir haben natürlich eine starke Umverteilungswirkung schon auch in der horizontalen. Auf der anderen Seite, ich meine, da muss man sich schon auch die Zahlen anschauen und auch detailliert anschauen.
Wenn man jetzt nur so ein ganz einfaches Ungleichheits- und grobes nimmt, wie der Gini-Koeffizient, der ist ja für die Einkommen bei 0,2, also 0,3, so um den Dreh, das schwankt so ein bisschen. Und wenn man sagen würde, bei 0 ist absolute Gleichverteilung der Einkommen nach Umverteilung allerdings, dann muss man sagen, da habe ich ja schon auch einen Effekt. Also wir können nicht sagen, dass die Einkommen jetzt ganz grob gesagt, ja, grundsätzlich so ungleich verteilt sind nach der Umverteilungsrunde. Und jetzt muss man gruppenspezifisch schauen, dann verändert sich das Bild, nicht? Und vielleicht könnte es eine Lösung sein, so habe ich das jetzt auch die Vorschläge von Frau Lenze verstanden zur Absicherung von einkommensarmen Familien, dass man wirklich konkret schaut, gruppenspezifisch, wo sind da Bedarfe und entsprechende Leistungen anpasst. Obwohl ich erinnere mich an die Diskussion vorhin, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir punktuell ein Problem haben, machen eine Intervention, also eine Maßnahme, und dann habe ich es vielleicht verbessert oder auch nicht. Ja, aber grundsätzlich kann man natürlich auch nicht sagen, dass diese Umverteilung keinen Effekt hat. Frau Lenze, Ergänzung dazu? Das ist schon das zweite Mal, dass ich heute Abend eine Studie zitieren muss. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also irgendwie, das müsste man sich mal ganz genau anschauen, was das für eine Studie ist. Und naja, ich glaube, dass wir mehr Umverteilung brauchen, und zwar erheblich mehr, gerade auch in Anbetracht dessen, was auf uns zukommt, ökologisch, Klimawandel etc. Wenn die Menschen dann nicht einigermaßen in ihrem risikobehafteten Leben eine Sicherheit haben, werden wir das nicht hinkriegen. Dann ist, ich weiß nicht, ob wir die Frage vorhin richtig verstanden haben, aber dann werden wir sicherlich terroristische oder radikale Entwicklung haben von rechts und links, wenn das nicht die absolute Mehrheit der Gesellschaft sicher sein kann, dass das Existenzminimum gesichert ist, wenn jemand krank, alt, pflegebedürftig oder arbeitslos wird. Und damit das geht, brauchen wir eine universalistische, alle verbindende, die gesamte Gesellschaft umfassende soziale Sicherung, wo jeder einzuzahlen hat. Und dann hätten wir die nächsten Jahre erstmal auch ein bisschen Ruhe. Das demografische Problem kommt dann irgendwann wieder in 30 Jahren, wenn dann die ganzen Einzahlungen auch zu Renten zum Beispiel führen. Da muss man dann weiter überlegen. Aber es würde uns 30 Jahre Luft verschaffen, um unseren Sozialstaat krisenfest zu machen. Also das Erste, was gemacht werden müsste, ist die universalistische Bürgerversicherung für alle Sozialversicherungszweige. Dann müsste man dort für die Familien, also für die Elternteile, solange sie Unterhaltspflichten haben, diesen Unterhalt rausnehmen aus der Verbeitragung, sodass sie mehr Spielraum hätten. Man könnte überlegen, ob nicht für jeden das Existenzminimum freigestellt werden müsste, dann darüber erst die Beiträge erhoben werden könnten. Und da wir alle drin haben, auch die Vermögenden, hätte man auch den Spielraum, das zu tun. Und wenn dann noch Kinderarmut oder ich würde bei den Kindern anfangen, nicht bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, dann wenn dann noch Kinderarmut da ist, dann würde ich sagen, da brauchen wir dann eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung. Und dann würde ich das aus dem Chat nochmal aufnehmen. Es ist in der Tat richtig, das Bundesverfassungsgericht hat vor vielen Jahren gesagt, wir brauchen Kinderfreibeträge, das muss steuerfrei bleiben bei den Einkommen der Eltern, und diese das ist das, was durchschnittlich ein Kind braucht in Deutschland, um sich gut entwickeln zu können. Und da haben wir Beträge, da können wir darauf zurückgreifen. Das sind nämlich die Kinderfreibeträge geteilt durch 12, sind 699 Euro im Monat. Das müsste man den Familien, die das nicht selber aufbringen können, zur Verfügung stellen. Und dann hätten wir auch diese Ungleichheit zwischen der Wirkung der Steuerfreibeträge und den armen Familien, die nur das Kindergeld bekommen, etc. In Anführungsstrichen. Wenn sie es überhaupt bekommen, also als Vierbezieher bekommen sie es ja nicht, hätten wir dann aufgelöst, diese Sache hätten wir dann auch noch mit erledigt gleich. Herr Promny, was wäre die Antwort der FDP? Oder auch Ihre persönliche natürlich, wenn es um die Strategien gegen soziale Ungleichheit geht? Ja, also wir haben schon das liberale Bürgergeld bei uns in der Programmatik drin. Und wir haben auch jetzt in diesem Bundestagswahlkampf ein sogenanntes Kinderchancengeld vorgesehen gehabt, das explizit nicht an die Bedürftigkeit geknüpft ist. Ich glaube, das sind schon Maßnahmen, die man ergreifen kann und umsetzen sollte. Ich glaube aber nicht, dass das Thema Umverteilung der Schlüssel ist. Also ich glaube eher, dass die Frage, wie gehen wir mit den Mitteln, die ohnehin vorhanden sind, schon
besser um. Und Sie hatten das vorhin, da bin ich gerade reingekommen, angesprochen, das Thema der Digitalisierung in den Schulen. Das will ich mal als ein Exempel nehmen. Wir haben einen Digitalpakt von 5 Milliarden und müssen uns dann mal fragen, was ist tatsächlich angekommen vor Ort bei dem einzelnen Schüler? Ja, und das ist einfach nur so frustrierend am Ende des Tages. Also ich glaube, was sehr wichtig sein wird, ist, dass wir in dem System wieder mehr Vertrauen in die einzelnen Institutionen geben. Weil was ich feststellen muss, jetzt gerade beim Digitalpakt, wir haben eine Bund-Länder-Vereinbarung, die festlegt, wie viel Geld das Land Hessen beispielsweise bekommt. So, das Land Hessen setzt dann ein Paket auf und sagt, wir geben jetzt pro Jahr 100 Millionen in die 1800 Schulen, die wir haben. Und dann muss man sich fragen, wie lange dauert es, bis diese 100 Millionen tatsächlich vor Ort ankommen? So, und dann ist zwischengeschaltet eine Vielzahl von Prozessen, die dazu führen, dass fast ein Jahr vergeht, bis überhaupt mal ein Cent an der Schule ankommt. Und ich glaube, wenn man tatsächlich Kinderarmut bekämpfen will, wenn man tatsächlich in unserem System dafür sorgen will, dass es eine Chancengleichheit gibt, dann müssen wir da ansetzen, dass wir sagen, die Ressourcen, die wir ohnehin schon haben, die müssen zeitnah bürokratiearm und möglichst effizient ankommen. Und bei dem Bürgergeld ist es ähnlich. Also dieses Bittstellertum im Zusammenhang mit der Hartz-IV-Gesetzgebung ist natürlich eine Katastrophe. Also es muss ja schon so sein, dass der Bürger da dass ihm auf Augenhöhe begegnet wird. Und deswegen glaube ich, wird es wichtig sein, dass wir auch dort dafür sorgen, dass zumindest mal eine auskömmliche Finanzierung für jeden vorhanden ist und dass nicht der Einzelne durch seine Herkunft oder andere Dinge stigmatisiert wird. Ich will einen letzten Punkt abschließend sagen, und zwar einen Aspekt würde ich auf jeden Fall ausnehmen wollen. Ich bin Vertreter der ordoliberalen Schule, das heißt Silicon Großkonzern würde ich definitiv davon ausnehmen. Also ich halte es auch für sinnvoll, die einzubinden in die Finanzierung unseres Gemeinwohls und unseres Staatswesens. Das ist meines Erachtens mehr als dringend, dass das geschieht. Franziska Seeg. Ja. Dieselbe Frage auch nochmal an Sie gestellt. Strategien gegen soziale Ungleichheit. Was könnte das sein? Ich vermute fast mal, das reicht noch ein bisschen weiter als das, was wir bisher schon gehört haben. Liege ich richtig? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ein bisschen über die Studie gewundert, beziehungsweise denke, da wurden Erbschaften nicht mit einbezogen, weil Erbschaften ja in Deutschland so gut wie gar nicht besteuert werden oder ja über verschiedene Tricks größtenteils steuerfrei dann weitergegeben werden können. Und ich denke, es ist ganz zentral, beim Thema Erbschaften zum Beispiel anzusetzen. Und das reicht natürlich nicht. In dem Sammelband Solidarisch gegen Klassismus, den ich mit rausgegeben habe, haben wir ja den Untertitel Umverteilen, intervenieren und eingreifen und haben ganz viele unterschiedliche Strategien vorgestellt. Da kommen auch viele erwerbslose, wohnungslose Aktivistinnen und Arbeiterinnenkinder, die an Hochschulen aktiv sind, zu Wort. Also es geht auch ganz stark darum, sich zu organisieren und zu intervenieren. Also es ist total wichtig, gerade es sind ja auch einige hier, die an Hochschulen arbeiten, da auch Selbstorganisierung zu unterstützen und ganz massiv auch gegen Klassismus an Hochschulen vorzugehen. Und natürlich, ich habe es ja schon gesagt, wenn man sich anschaut, wie sind beispielsweise Jobs in unserer Gesellschaft verteilt, also wer arbeitet beispielsweise als Reinigungskraft oft, dann sieht man ja, dass Sexismus, Rassismus und Klassismus auch ganz stark prägen, wer welche Berufe ausüben kann in unserer Gesellschaft, wer wie viel Geld verdient, und da muss angesetzt werden und wie gesagt wirklich radikaler auch umverteilt werden. Insofern stimme ich dem überhaupt nicht zu, dass es bereits genug Umverteilung gibt, sondern genau im Gegenteil.
Ja, Applaus dazu. Harald Welzer hat vorhin gesagt, man muss manchmal Vorschläge bringen, die einfach das Spiel, was bisher läuft, aushebeln. Ich habe es zumindest sinngemäß so verstanden. Gibt ja so schöne Vorschläge wie von Anthony Atkinson, der sagt, ja, wir müssen sowas wie eine Mindesterbschaft einführen. Vorher muss natürlich der Staat das Geld reinholen. Und jeder, der dann 18 wird, bekommt sie ausgezahlt, damit wir nicht in dieser Art von Erbaristokratie leben, wie sie sich immer stärker in Deutschland breit macht. Und ich glaube, Piketty war es, wenn ich es mir nicht falsch gemerkt habe, der auch so eine Idee hat, der Staatsschenkung als eine Strategie gegen soziale Ungleichheit. Nur der hat das Alter so ein bisschen nach hinten verlagert, 25 Jahre und jeder kriegt im Durchschnitt so 60% des Vermögens, immer vorausgesetzt, vorher wurde das eingesammelt. Sie hatten vorhin gesagt, Herr Welzer, Sie seien eine Fehlbesetzung bei der Frage Strategien gegen soziale Ungleichheit, aber vielleicht dazu ein Kommentar und doch noch eigene Ideen darüber hinausgehend? Naja, also diese Piketty-Vorschläge will ich gar nicht kommentieren. Ich hätte eher sozusagen in der Rolle der Fehlbesetzung, würde ich nochmal zwei Themen ansprechen wollen. Und das eine ist tatsächlich nochmal bei der Frage der Bildungsungleichheit und der Teilhabechancen. Mir ist es, und das war auch was, was bei der Corona-Problematik so deutlich geworden ist, Schulleitungen zum Beispiel haben viel zu wenig Handlungsautonomie. Es gibt ganz viele Fälle, wo man versucht hat, kreativ und im Sinne der Schülerinnen und Schüler mit der Situation umzugehen, und sie wurden immer von den Ministerien zurückgepfiffen. Ja, bis hin übrigens auch zu Maskenregelungen und all so einem Zeugs. Und es ist mir ein bisschen rätselhaft, wo wir eigentlich eine Vorstellung haben, dass ja die ganze Bildung eigentlich zur Erzeugung von Autonomie und Urteilskraft da sein soll, dass ausgerechnet die Institutionen, die das vermitteln sollen, selber diese Autonomie gar nicht zeigen können. Das halte ich für schlecht. Ich halte das auch für ein Hindernis in der Entwicklung anderer Schulformen. Also nochmal, nicht anderer Inhalte, sondern anderer Schulformen. Meinetwegen dann, also mit der künstlichen Intelligenz, das wird stark überbewertet, aber so. Und der andere Aspekt, den ich sagen wollte, es hängt aber damit zusammen, auch Kreativität in der Mobilisierung von Möglichkeiten. Also wenn der Digitalpakt angesprochen wird, ist es ja nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen, wo staatliche Mittel gar nicht abgerufen werden, sondern brach liegen, und zwar so lange, bis die iPads verschimmelt sind oder so. Ja? Und wenn man sich das mal anguckt, dass wir in der Bundesrepublik einen Topf von nicht abgerufenen Fördermitteln in der Größenordnung von roundabout 100 Milliarden Euro haben, könnte man ja angesichts von bestimmten offensichtlichen Handlungsbedarfen mal sagen, okay, dann nehmen wir den Kram, also wir streichen sozusagen die Förderung, wenn sie nicht abgerufen ist, und tun das mal in dem Bereich, über den wir hier reden, nämlich Defizite im Bereich der sozialen Versorgung, Defizite im Bildungsbereich und sonst was, und machen mal tatsächlich, gehen wir mal ein bisschen ins Risiko und gucken, was wir mit dieser Knete machen können. Also, wir haben es geschafft. Wir haben Strategien gegen soziale Ungleichheiten hier entwickelt, hier besprochen, diskutiert, mit für und wider natürlich. Aber es war klar, dass wir heute nicht die eine Strategie, auf die sich alle einigen können, entwickeln werden. Mir bleibt jetzt Danke zu sagen. Danke an das Publikum, sowohl hier im Saal als auch online an dem heimischen Computer oder Bürocomputer. Ganz herzlichen Dank an das gesamte Podium, an meinen Co-Moderator für die tolle Kooperation im Vorfeld und für die schöne Moderation jetzt. Und insbesondere an Sie, Herr Welzer. Danke, dass Sie gekommen sind. Obwohl ich keine Ahnung habe. Ich hoffe, das ist deutlich. Also ich sage das jetzt nochmal ins Mikro, oder nein, ich sage das nicht nochmal ins Mikro. Herr Welzer hat mit viel Ahnung einen tollen Vortrag gehalten. Und wir danken sehr und wir freuen uns auf das nächste HDA-Dialogforum, wann immer es sein wird und zu welchem Thema auch immer. Das steht noch nicht fest, aber dann werden Sie alle wieder Bescheid kriegen. Kommen Sie gut heim, oder wenn Sie schon zu Hause sind, genießen Sie den Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.